Paris Fortune. Das wurde mir auch sehr, sehr oft empfohlen. Und wir werden das heute durchspielen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Da empfehlt mir weitere Games, die wir durchspielen sollen, in den Kommentaren. Und falls man in diesem Spiel Entscheidungen treffen kann, werde ich die auch teilweise meine Community treffen lassen. Ich bin gespannt und würde sagen, los geht's. Süß. Welcome to my game. Willkommen zu meinem Spiel. Ich werde dein Spielleiter und demütiger irgendwas sein. Die Regeln des Spieles sind einfach. Spiel es bis zum Ende und du wirst belohnt. Wird man das nicht immer? Ich hoffe, ich werde richtig belohnt und zwar an einem gescheiten Ende. Das ist Miss Fortune. Sie ist ein tolles Kind aus einer nicht so tollen Familie. Ein bisschen Glitzer für dich und ein bisschen Glitzer für dich und ein bisschen für mich. Oh. Das Traurige ist, heute ist der Tag, an dem sie sterben wird. Was? Ich kann dich hören, weißt du? Oh, kannst du? Bist du in meinem Kopf oder so? Naja. Well, okay. Yes. Alles klar, ich nenne dich Herr Stimme. Was hast du darüber gesagt, dass ich heute sterbe? Sterben? Nein. Niemand hat irgendwas darüber gesagt, dass heute jemand stirbt. Was? Niemand hat gar nichts gesagt? Weißt du, ich habe ein Spiel für dich vorbereitet. Ein Spiel wirklich für mich? Wenn du das Ende des Spiels erreichst, gebe ich dir das ewige Glück. Etwas Glück? Ich glaube, das könnte ich Mami geben. Okay, Deal. Wunderbar, fantastisch. Bereit zu spielen? Ja. Deine erste Mission ist es, das Haus zu verlassen. Okay, mach ich. Ach, das ist voll traurig. Oh, das hat sie gemalt. Guck mal, das Bild habe ich gemalt. Das ist der Fuchs, den ich manchmal vor meinem Fenster sehe. Ich nenne ihn Benjamin. Er ist ein echt süßer Fuchs. Ach, ich mache mir nicht viel aus Füchsen. Ey, das ist voll süß, Mann. Ich sehe, sie redet, Mann. Die redet ja richtig süß, Mann. Wie schließe ich denn? Auf X, ich habe kein X. Oh, tatsächlich. Oh, ist richtig arm, das Spiel irgendwie. Okay, ich mach mal das hier an. Ich mag es, mich zu bewegen. It's
So, passt es so? Ist es so besser von der Lautstärke? Ich habe es lauter gemacht. So. Mein Glitzer. Oh. Hallo, Adrian. Werfen mit F. Okay, warum sollte ich? Diese Dance-Moves. Was kann ich denn hier machen? Look, this is my secret. Das ist mein geheimer, Versteck. Oh, beeindruckend. Aber wozu brauchst du ein Versteck? Ich mag es nicht, wenn Mama und Papa zu viel streiten. Und wenn ich hierher komme, kann ich träumen und mich weit wegdenken. Verstehe. Das ist so traurig. Ich liebe mein Malbuch. Was machst du mit dem Malbuch? Nimm das Malbuch mit. Lass es hier für Bubsi. Ich weiß nicht, Leute, was soll ich machen? Ihr entscheidet, mir ist es Wurst. Ihr entscheidet. Und solange trinke ich meinen Coconut Water aus dem chinesischen Laden gegenüber. Okay, die Knus sagen alle A. Ich nehme das mit, falls mir langweilig wird, okay? Oh, das ist so cute. Das ist Bubsi, der Wächter des geheimen Verstecks. Siehst du sein Auge? Das hat er von einem Kampf gegen ein Monster. Ein Monster? Das klingt gruselig. War es auch. Das ist mein Tagebuch. Niemand darf darin lesen. Willst du es sehen? Oh, ich spiele gerne viel mit neuen Spielsachen. Das ist irgendwie voll traurig. Wieso soll sie sterben? Oh, hallo Tagebuch. In der Schule habe ich... Soll ich eigentlich sie vorlesen und den erzählen oder wollt ihr selber lesen? In der Schule habe ich gemalt und zu Hause war ich in meinem Versteck und ich habe mit Bubsi gesprochen, um was zu hören. Ich habe einen Fuchs vor meinem Fenster gesehen. Hallo Tagebuch, mein Papa hat mich wieder angelogen. Wir gehen heute nicht in den Park. Ich habe mich hübsch gemacht, aber das ist ihm egal. Ich bin traurig und habe geweint. Aber ich habe Mami gesagt, mir geht es gut. Ich habe Angst, dass sie böse wird, wenn ich ihr sage, dass ich traurig bin. Manchmal weiß ich nicht, wie ich mich fühlen soll. Niemand bringt mir Gefühle bei. Ich wünschte, in der Schule würden sie uns beibringen, wo Gefühle herkommen. Benjamin, hallo Tagebuch. Ist es okay, Gefühle für einen Fuchs zu haben? Oh, Benjamin, der Fuchs hat mich besucht, als ich draußen gespielt habe. Und wir haben uns angeguckt und mein Herz wurde ganz warm. Und ich habe mich gefühlt, als müsste ich kotzen, aber auf eine gute Art. Dann rannte er weg, weil Mami gerufen hat, dass das Essen fertig ist. Hallo Tagebuch, Papa hat Mami geschlagen. Ist das normal? Sollte ich Leute schlagen, die ich liebe? Das fühlt sich falsch an. Vielleicht sieht Papa nicht, dass er auch mir wehtut, wenn er Mami schlägt. Ich will nie so werden wie mein Papa. Ich habe heute gespielt, dass ich ein Flugzeug nach Japan genommen habe und da habe ich interessante Dinge gesehen, die ich über Japan weiß, weil mein Freund Japaner ist. Mein japanischer Freund spricht Japanisch. Das ist sehr problematisch, wenn wir uns unterhalten wollen. Wir verstehen uns dann nicht gut. Das ist verwirrend. Aber ich mag ihn. Er hat ein paar coole Schuhe und einen Cowboyhut. Hallo Tagebuch, guck mal, ich habe Glitzer aus der Schule, super glänzend und wir haben ihn für Weihnachtskarten benutzt. Wenn ein Mann jemand ein Geschenk geben könnte, warum kann er den armen Menschen nicht Wasser und Essen geben? Gute Frage. Hallo Tagebuch, heute habe ich mit Oma Tomaten gepflückt, das roch so gut, ich habe Schmetterlinge und andere Insekten gesehen. Voll arm irgendwie. Hallo Tagebuch, heute war es lustig, weil ich am See war und Vögel fliegen und schwimmen sehen habe. Da wieder, wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich kann nicht aufhören, an Benjamin zu denken. Die hat sich doch jetzt nicht ernsthaft in den Fuchs verliebt. Ich habe ein Bild gefunden, wo ich noch jünger war. Die Zeit vergeht so schnell. Halloween-Kostüm, kleine Fuchsdame. Süß. Oh, das ist so traurig alles irgendwie. Das Game ist voll traurig, Leute. Wie das Gefühl, dass das Spiel mich noch sehr traurig machen wird. Bevor du gehst. Welches Spielzeug willst du mitnehmen? Kann ich nicht beide nehmen? Nein. Du kannst nur eins mitnehmen. Und vergiss nicht, deine Entscheidungen sind wichtiger, als du denkst. Okay. Ich nehme... Welches Spielzeug willst du mitnehmen? Einhorn oder Stein? Ihr entscheidet jetzt. Das Spiel ist cool, sagt Seth. Ich bin voll gespannt. Alle sagen A, D, D, A, A.
Okay, also die meisten sagen A. Ich nehme das Einhorn mit. I choose my soft and beautiful unicorn. Perfect. You can never go wrong with a magic. Ich nehme mein weiches Einhorn mit. I know, right? Oh Gott, sieht das gruselig aus. So was würde ich meinem Kind aber nicht kaufen. Ah, so damit du es weißt, ich streue gern Witze auf Dinge, damit sie toll werden. Hey. Happiness to everything. Das ist irgendwie so traurig. Hey, auf der anderen Seite des Monitors. Oh, wir. Erinnerst du dich, dass ich dir gesagt habe, dass sie heute stirbt? Das ist unser Geheimnis, okay? Mann, wir können doch nicht einfach ein Kind sterben lassen. Was ist denn los? What the fuck? So. Ich habe mich jetzt ein bisschen lauter gemacht. Das kann doch nicht sein, dass sie einfach stirbt. Das ist Oma. Sie trägt auch eine Windel. Du trägst noch eine Windel? Nein. Das ist sowas von letztes Jahr. Shift halten, um bewegen zu rennen. Oh, bitte fall nicht. Verdammt, es ist alles kaputt. Ein wunderschönes Beispiel von Ursache und Wirkung. Bitte verrate mich nicht. Keine Sorge, du kannst mir vertrauen. Okay, danke. Hey Leute, könnt ihr doch nicht sterben lassen, oder? Mami sagte, sie hat Papi geheiratet, weil ich unterwegs war. Toller Grund. Sie wollte mich abtreiben, aber das ist illegal und nicht erlaubt. Das ist irgendwie dasselbe. Ja, ich verstehe langsam, warum das Spiel ab 18 ist. Vielleicht könnte ich versuchen, sie zu reparieren. Kaputte Vase reparieren oder lassen, ihr entscheidet. Ich habe keine Ahnung, ob die Entscheidungen jetzt irgendwie wichtig sind, aber ich überlasse es mal euch. Okay, ich repariere. Ich werde es tun. Ich tue es. Oh Gott. Oh Gott, hä? Oh Gott, Hilfe. Bin ich gut in sowas? Habe ich das schon mal erwähnt? Um Gottes Willen, Hilfe. Ich bin nicht gut in so räumlichen Denken-Shit. Ich mache erstmal das hier, das passt doch oben. So. Hallo, das passt hier doch perfekt hin. So. Das kann man nicht irgendwie drehen, oder? Ich bin nicht gut in sowas. Das Muster hast recht. Ich orientiere mich mal am Muster. Ne? Nimm das jetzt so. Das ist voll traurig, Leute. Warum soll die denn sterben? Bitte storytechnisch nicht spoilern. Ihr könnt mir aber gerne weiterhelfen, wenn ihr merkt, ich hänge irgendwo. Ja, Leute, daran sieht man, wie wichtig Eltern sind. So traurig das Spiel jetzt schon. Ah, I see things. Schaut mal, ich hab's geschafft. Yeah. Und jetzt kommt noch die Blume rein. Vergiss nie das Glitzer. Ah, stimmt, das Glitzer. So. I did. Ich habe es geschafft. Also, dass es auch noch hält, wundert mich. Yay, yeah, Glühkäppchen. Papas Freund war ein Jäger und hat diesen Elch getötet. Amuse. Seine Tochter Erika dachte, seine Waffe wäre ein Spielzeug. Sie sagte Papa Bam Bang zu ihrer Mami und ihrem Papi. Dann starben ihre Eltern, sie war traurig. Wow, was sind das für Stories hier? Halleluja. Oh. Bäh, es stinkt nach Zigaretten. Ja, das ist meine Mama. Sie trinkt gerne viel Saft. Oh nein, ist auch noch Alki. Nein, bist du bereit für deine erste Mission? Ja, ich bin. Ich werde mir den Preis holen. Oh. Schon wieder tote Hasen. Wann wird Papa lernen, dass ich sie lebendig mag? Ach, Glitzer. Glitzer werfen. So. Mami, das riecht echt schlimm. Was ist das?
Tote Tiere. Das ist es. Ey, das Spiel ist voll pervers. Passt es jetzt eigentlich vom Ton alles? Yay! Happiness to the soup! Happiness to the soup. Geil. What the fuck? Wie es das einfach gesagt hat, wie süß. Oh. Okay, da unten ist noch was. Wir hatten gestern Abend ein tolles Abendessen. Mami war nicht so betrunken und Papa hat sogar Hi zu mir gesagt. Ey, das ist so traurig. Wenn ich groß bin, will ich sein wie Mama, eine Safttrinkerin. Oh, das ist so makaber. Shit, Mann. Ach, jetzt kann ich hier auch Glitzer drin streuen. Es ist so traurig, das Spiel, Leute. Mami sagen, dass du gehst, ja oder nein? Ihr entscheidet. Ich halte mich bei Entscheidungsspielen immer gerne raus, weil dann kann ich sagen, die Community ist schuld, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Ah, okay. I'm going out to play, ich gehe raus, spielen, Mama. Juckt sie eh nicht. Guten Tag, morgen. Es ist Nachmittag, Miss Fortune. Ah, okay. Guten Nachmittag, morgen. Nervöses Lachen. Okay, dann lass mal laufen. Da hinten klingelt doch irgendwas. Okay. Erinnerst du dich an Benjamin, den Fuchs? Das ist, wo ich das erste Mal gesehen habe. Er hatte sich im Müll versteckt und wir haben uns angesehen. Das war echt intensiv. Ja, du hast mir schon von dem Fuchs erzählt. Du solltest keinem Fuchs vertrauen. Sie sind alle kriminell. Was? Ein Fuchsverbrecher? Das ist Unfug. Wie geil, ey. Der Pool riecht nach Toilette, weil ich da reinpiesle. Das nenne ich mir ehrlich. Das ist eklig. Nicht so eklig, wie als mein Papa reingekotzt hat. Das war eklig. Alter, das Spiel. Ah, bald isst sie den Fox auch noch auf. Ja, das Spiel soll sehr, sehr brutal sein. Ich bin erst jetzt dazugekommen. Mit wem redet sie? Mit einem Erzähler. Und der Erzähler hat uns gesagt, dass sie sterben wird. Ich glaube, das wird. Das Spiel ist ab 18, Leute. Das ist schon krass. Hier schläft Papa oft. Papa? Gott, ey, ist das verrückt. Hallo, Mietze. Komm her. Komm, Mietz. Mietz. Mietz, geh nicht. Wie sie keinen Bock auf mich hat. Verdammt. Ich darf niemals die süßen Tiere streicheln. Okay, dann gehen wir mal da runter. Da gab es nämlich noch Glitzer. So. Also, bevor wir weitermachen, musst du die Regeln des Spiels kennen, Miss Fortune. Alles klar. Vergiss nicht, auf deiner Reise wirst du dich oft entscheiden müssen. Okay, Entscheidungen? Es gibt kein richtig und kein falsch, nur Konsequenzen. Okay, nur Konsequenzen. Wenn du das Spiel beendest, gehört der Preis des ewigen Glücks dir. Ich bin bereit. Deine nächste Aufgabe ist, über die Straße zu gehen. Alles klar, das kann ich. Guck nach links, guck nach rechts. Siehst du Autos? Nein. Okay, ich gehe. Ich habe ein Monster gesehen. Was für ein Monster? Ich habe nichts gesehen. Es war da, ich habe es gesehen. Das ist bestimmt nur deine Fantasie. Ja, das stimmt, da habe ich ja viel von. Mach einfach weiter. Wir werden viel Spaß haben. Alles klar. Mann, das arme Mädchen. Oh, eine tote Krähe. Guck mal, ein müder Vogel. Komm schon, Miss Fortune, gehen wir. Ich finde das so toll mit dem Glitter.
Das könnte voll die Psycho-Serie sein. Little Miss Fortune, created by Isaac and Natalie Martinson. Die Geschichte ist tief traurig. Da hinten habe ich viel Glitzer verbraucht. Wie auch immer. Wo sind wir? Die ist so arm. Ich finde es so traurig, das Spiel jetzt schon. Guck mal, da ist ein Hündchen. Hallo, Hündchen. Was für ein süßer Partyhut. Konzentrier dich, Miss Fortune. Du musst jetzt eine schwierige Entscheidung wegen des Hündchens treffen. Oh nein, bitte nicht auf Hündchen. Sei dir der Konsequenz bewusst. Oh Gott, Leute. Alles klar. Was machst du mit dem Hündchen? Spiel mit ihm, lass ihn frei. So, Leute, ihr entscheidet. Denkt dran, die Konsequenz wird diesen armen, süßen Hund mit seinen fetten Glubschaugen sehr teuer zu bezahlen kommen. D. A. D. 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 A. Der Hund schielt. D. D. A. Boah, ich kann das gar nicht. Ich glaube, die meisten sagen freilassen. Ihr wollt, dass ich ihn umbringe. Okay, ich lasse ihn frei. Ihr habt entschieden. Ich lasse ihn frei, damit wir zur Party gehen können. Oh Gott, er wird bestimmt überfahren und ihr wusstet es. Welche Party? Das Hündchen geht scheinbar auf eine tolle Party. Es hat einen Partyhut an. Ah ja, die Party. Ich habe gehört, George gibt eine. Das muss sein Hund sein. Also gehen wir? Ja, warum nicht? Es ist nur ein Stückchen weiter. Komm, Hund, auf zur Party. Oh, das ist Schwedisch. Forbudje for Hunder. Kannst du den? Oh, da hat jemand geschissen. Was für Hunde verboten hier? Hier steht keine Hunde erlaubt. Hm, wirklich? Okay, wir gehen mal weiter. Deswegen hat einer hingeschissen. Oh nein, ich bin in Hunde A getreten. Ui. Das ist eklig, die nicht die Kotze essen. Ih, hoch 10. Das ist lustig. Mein Vater war mal Hunde ausführen und hat gekotzt. Und dann haben die Beagles es aufgefressen. Oh cool, ich sehe meinen Fußabdruck. Ih, es ist ekelhaft. Mal gucken, was da rauskam. Ich sehe viel Glitzer und... Ist das Reispudding? Ich kann das nicht mehr ansehen. Lass uns bitte weitergehen. Was ist das für ein Game? Okay. Geiles Spiel. Ich liebe es jetzt schon, Mann. Hauptsache, der Hund hat was zu essen. Ekelhaft. Ich mag das Spiel. Es gefällt mir. Was steht da? Oh, Hündchen, ich streichle dich. Warum lässt du mich? Magst du mich? Das Schild wird nicht. Siehst du die Kacke überall rumliegen? Gut beobachtet, Miss Fortune. Danke. Also, Miss Fortune, auf der anderen Seite des Sees wirst du dem Preis des ewigen Glücks einen Schritt näher sein. Und die Party, stimmt's? Ah, ja, das auch. Cool, dann gehen wir. Los geht's, Hündchen. Hündchen, was tust du da? Oh, hast du einen Schatz gefunden? Du scheinst das Geheimnis des Strandes entdeckt zu haben. Der Strand hat ein Geheimnis? Ja, gucken wir uns das mal an. Gut, Leute, dass ihr das gesagt habt mit den Hunden. Oh, guck mal, ein Glücksleckerli und ein Hundekeks. Eins für mich, eins für das Hündchen. Ist das nicht perfekt? Ja, aber du kannst nur eins nehmen. Ein Keks für dich oder ein Leckerli für den Hund. Also Leute, ein Keks für dich oder ein Leckerli für den Hund. Bitte bedenkt, es hat, glaube ich, schon krasse Konsequenzen bei dem Spiel. Die Community sagt, die Community ist sehr, sehr lieb und denkt an den Hund. Hätte ich auch gesagt. Ich nehme das Hundeleckerli und gebe es dem Hund, damit er mich mag. Das ist so traurig, Leute. Ich habe Angst, dass was Schlimmes passiert. Ja. Bitte schön, Hündchen. Man weiß nie, wann das letzte Leckerli bekommt. Bitte sag das nicht so, Mädchen.
Oh Gott! No, Puppy. Nein, Hündchen, Hündchen, geh nicht! Hündchen! Vermeidet deine schwarze Vögel. Oh Mann, George wird wirklich sauer sein. Ja, ich hoffe, ich treffe das Hündchen nochmal. Ich wette, das wirst du. Herr Stimme, warum verlässt mich jeder? Ich bin noch da. Ja, stimmt. Weißt du, an diesem See habe ich mal einen Knopf in die Plastiktüte gesteckt. Ich erinnere mich, eingeschlafen im Krankenhaus aufgewacht zu sein. That's terrible. Super Dog. Hallo Joe. Hallo Sophia, grüß dich. Achso, das habe ich gerade gelesen. That's terrible. Ich wäre fast gestorben. Ja, ja, Leute, also ihr seid schuld. So eine Kacke, das hat ja voll die Konsequenzen. So, Mr. Voice, also, Herr Stimme, liegt die Party auf dem Weg zum ewigen Glück? Yes. Ja, ja, yes, ist es. Oh, wie praktisch. Hast du überlegt, wie du George die Nachricht übermittelst? Wegen des Hündchen? Ja, ich meine, wenn du willst. Wirst du George von dem Unfall mit dem Hündchen erzählen? Ja oder nein? Oh Gott, Leute, ich glaube, die Entscheidungen sind richtig übel. Sollen wir oder nicht? Yes, yay or nay? D? D, D, D? Ihr wollt alle, dass wir es erzählen? Nein? Ihr wollt nicht, dass wir es erzählen? Okay, wir erzählen nichts. Okay. Nö, ich möchte keinen Ärger kriegen. Und ich will wirklich auf der Party tanzen. Na gut. Hey, wir werden hier voll geprüft, das hat alles voll die Konsequenzen, verdammt. Oh, guck mal, ein Boot. Hallo. Sind wir schon da? Nur ein bisschen weiter noch. Okay. Ist schon voll süß. Oh, ein Fisch. Was sollen wir mit ihm tun? Willst du den Fisch machen, freilassen, mitnehmen? So, Leute, ihr entscheidet. Ich finde es voll toll, dass ich die Entscheidungen abgeben darf. Immer ehrlich sein. Okay, die Leute sagen fast alle A. Freilassen. Okay, wir lassen ihn frei. Ich möchte ihn zurückgeben. Ich kann ihn einfach nicht riechen. Tschüss, Fischi. Oh, aber Moment. Oh nein, er wird sterben, weil alle in dem Wasser sind tot. Das Wasser ist ja schlecht. Scheiße. Der Fisch wird ja sterben. Deswegen, der ist wahrscheinlich abgehauen. Kacke, Leute. Ich glaube, wir verkacken das Spiel richtig. Es ist schon echt schön mit diesem Herbst. And here we are, hier wären wir, Georges Haus. Ich habe ein bisschen Angst, mich vorzustellen. Du schaffst das schon. Sprich einfach nicht von dem Hündchen, so wie wir es besprochen haben. Okay, ich werde einfach nur tanzen. Ja, weil ich habe ja dieses Jahr, ich habe jetzt 1,5 Jahre nur Sommer. In Deutschland Sommer, jetzt Sommer, weil ich in Australien bin. Und wenn ich zurückkomme, ist wieder Sommer. Klopfen oder klingeln? Wieso? Nein, keine Spoiler von der Story, bitte. Jetzt will ich nicht mehr entscheiden. Ihr habt den Hund auf dem Gewissen. Ihr habt den Hund umgebracht. So, die Gnulis sagen, ich soll klopfen. Gut, die Fische sind alle tot, der da drin schon wieder. Niemand antwortet. Ich lasse mich selbst rein. Zeit für Party zu gehen. Ich habe mal einen Mann gesehen, der sich im See getrieben wie dieser Fisch. Was hat das Kind eigentlich schon alles gesehen? Aha. Oh, ein hübsches Bild. Ich wünschte, ich hätte so ein Bild mit Mami und Papi. Oh, ich glaube, der Sohn ist tot. Um Himmels Willen. Hallo? Was ist los, Miss Fortune? Nichts. Ich glaube, das Kind ist tot. Bist du sicher, dass das hier das richtige Haus ist? Wo ist die Party? Hallo? Irgendwie gefällt mir das hier nicht. Oh, shit. Entschuldigung, bist du George? Ja, das Spiel ist voll. Ich weiß nichts über ein Hündchen, aber mir wurde eine Party versprochen. Oh, no. Oh nein, warte, es sieht so aus, als hätte es sich erhängt.
erhangen wie eine Pinata? Soll ich ihn hauen wie eine Pinata? Nein, Miss Fortune, er ist tot. Tot? Aber er hat so tolle Schuhe an. Er kann nicht tot sein. Ey, das ist so ein perverses Spiel. Oh, okay. Hey, Miss Fortune, ich glaube, die Party ist vorbei. Lass uns gehen. Treffen wir uns hin. Weißt du, George, jetzt, wo du tot bist? Dein Hündchen ist weg. Ich mochte das Hündchen. Tschüss. Jetzt habe ich es ihm ja doch gesagt. Das ist so makaber, das Spiel. Guck das Bild, please. Warte, das Bild. Ah, genau, warte, sehr gut. Sehr gut, danke für den Hinweis. Ah, die schwarzen Vögel, wenn George nur wüsste, was mit dem Hündchen passiert ist. Ich liebe es, wie die redet, das ist so geil. Okay, wir gucken das Bild an. Oh, was ist das? Ist wohl nicht fertig. Reparieren so lassen. Was machen wir mit dem unfertigen Gemälde, Leute? Sollen wir es reparieren? Sollen wir reparieren? Penisse müssen immer repariert werden. Oh, guck mal, ich habe dir einen Hund gemacht. Nicht, dass du einen brauchst, aber trotzdem, das Spiel ist ja geil, Mann. Okay, ich bin da jetzt. Gehen wir in die Wälder und holen uns das ewige Glück. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Voll mein Shit. Hat nur gerade gesagt, aber er hatte solche tollen Schuhe an. Das hat sie gesagt, das war nicht ich. Tatsächlich lese ich jetzt wirklich mal alles so vor, wie es ist. Das ist richtig geil, Likey. Oh, ich liebe die Wälder. Mit den Bäumen und den Vögeln und den Tieren. Gefährliche Tiere, Miss Fortune. Du könntest einem Fuchs begegnen. Ein Fuchs? Wie Benjamin? Ja, aber alle Füchse sind böse. Also halte die Augen offen. Oh, na gut. Oh, Leute, ich glaube, es wird richtig schwer, weil wir uns entscheiden müssen, ob wir den Fuchs glauben oder der Erzählerstimme. Aber ich glaube, irgendwie die Erzählerstimme will uns nichts Gutes. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin da echt zwiegespalten. Oh, da ist eine Pinata oder eine... Nee, das ist... Was ist das? Eine Puppe? Eine Voodoo-Puppe? Alles beginnt mit dem Lied einer Dole. Alles beginnt mit dem Lied einer Dole. Alles klar. Okay, das ist eins. Interessant. Die behalte ich. Hey, was hast du da? Nichts. Franbo spielen wir die Woche auch noch durch. Hallo Jelly, grüßt euch alle, die da sind. Schön, dass ihr da seid. Ihr dürft heute entscheiden. Bleibt zurück, Miss Fortune. Was ist das? Ein wilder, gefährlicher Fuchs. Warte, ich erkenne diesen schwarzen Schwanz. Das ist Benjamin. Ganz egal, greif ihn an, bevor er dich tötet. Nee, ich glaube nicht, dass Benjamin mich töten würde. Oh, oh, Benjamin. Hallo, heißt du Benjamin? Möchtest du mit mir spielen? Nein, geh nicht. Oh, puh, was für eine Erleichterung. Jetzt sind wir sicher. Hallo, Arna. Spielen wir mein Spiel weiter. Okay. Hier in der Nähe ist eine magische Höhle. Die musst du finden. Eine magische Höhle? Okay. Der Benjamin ist ja süß. Sieht so aus, als würde Benjamin gerne malen. Das ist ziemlich cool. Das mag ich an Füchsen. Konzentrier dich, Miss Fortune. Wir müssen weitergehen. Oh, okay. So eine geile Voice-Besetzung. Ich hab den... Oh, ich mal das fertig! Nicht fertig malen! Oh Gott, ich glaube, ich hätte es nicht fertig malen dürfen. Um Gottes Willen. Gott. Ich glaube, der Fuchs ist gut und die Stimme ist böse. Ich glaube es fast auch, aber ich möchte euch nicht beeinflussen. Das Portal führt zur anderen Seite. Ich glaube nämlich fast, dass der Tod mit uns spricht, oder? Irgendwie, wieso sterben wir heute? Weil der uns in den Tod bringt. Deswegen, oder? Warten wir mal ab. Da ist auf jeden Fall jemand runtergefallen und gestorben. Oh, you
Oh, ist das die magische Höhle? Sieht gar nicht so magisch aus. Warte, bis du drin bist. Ich mag das Geräusch. Ich habe eine Frage. Was bedeutet dieses Schild? Oh, ich weiß nicht. Glitzer? Ah, cool. Wann immer du bereit bist. In die Höhle gehen, im Wald bleiben. Oh Gott, Leute, ihr entscheidet. Da, also ich würde fast sagen, in die Höhle gehen, weil da fliegt ja Geröll runter. Ich glaube, wenn wir da bleiben, sterben wir. Ihr sagt auch alle in die Höhle gehen. Weil ich halt mit euch, da fliegen gleich Sterne runter. Kann es kaum erwarten, die Magie drin zu sehen. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, auch wenn ich eigentlich nicht rein will. Police, diese Höhle ist riesig. Echo. Well, nun, dann erkunden wir die Höhle. Okay. Ich mache nur Spaß. Es gab kein Echo. Das war ich selber. Du bist eine echte Komikerin, Miss Fortune. Ich liebe das Spiel jetzt schon, das ist so cool. Voll die tollen Geräusche im Hintergrund. What the fuck? War das gerade ein fahrender Hamster? Geil. Das war ein Hamster im Auto. Guck mal, da gibt Party. Was ist das? Eine Hamsterparty. Eine magische Hamsterparty. Guck mal, die... Du, können wir reingehen? Ich weiß nicht, finden wir es raus. Wie geil. Oh, ein Hamsterkampf. Wirst du etwas dagegen unternehmen? Die Gewalt zwischen den Hamstern beenden, ja oder nein? Was ist das für ein Spiel? Sollen wir die Gewalt zwischen den Hamstern erledigen? Ja, ihr sagt alle, wir sollen es beenden, okay. Kämpft doch nicht, ihr süßen Dinger. Ihr müsst euch küssen und wieder vertragen. Bitte sehr. Oh, bitte, kleine Skinny. Du hast etwas fallen lassen. Oh Gott, Drogen. Oh, es sind Pfefferminz. Vielleicht sollte ich eins nehmen, damit mein Atem frisch bleibt. Leute, dieses Spiel. Ich bin eine kleine Dame, weißt du? Nein, die nimmt jetzt nicht erst eine LSD. Wow, ich fühle mich echt gut. Was ist für ein Spiel, Mann? Ey, die thematisieren ja alles. Ich möchte dir nochmal sagen, ich unterstütze keine Drogen. She's living the good life. Oh nee. Wow, das war mal so gar keine minzige Erfrischung. Geht es dir gut, Miss Fortune? Alles okay. Schön in die Katze laufen. Oh, wie oft habe ich schon gekotzt jetzt, ey. XXX, wie verrückt. Live nackte Hamster. Entschuldigung, könnte eine kleine Dame bitte rein? Nein, ich bin nicht wichtig, sagst du? Okay. Kannst du das glauben, Herr Stimme? Wir müssen einen anderen Weg finden. Ist das crazy? Diese kleinen süßen Autos bringen mich mit ihrer Niedlichkeit um. Süß. Guck sie dir an. Mit ihren kleinen Cocktails und ihren kleinen Klamotten. Hallo, Preblex. Mache ich auch immer mit dem Regenbogen. Oh Gott, ist das verrückt, dieses Spiel. Die ist voll auf dem Trip gewesen, Mann. Oh. Guck dir diese Dame an. Ich glaube, sie steckt in Schwierigkeiten. Oh nein. Ich glaube, ich erkenne sie wieder. Sie ist die Besitzerin des Clubs da hinten. Wirklich? Ja. Sieht so aus, als wurde sie ausgeraubt. Oha. Ich wette, das war der Hamster mit der schwarzen Maske. Ja, du hast recht. Sieht so aus, als hättest du dem Kriminellen vor der Flucht geholfen. Oh Mist, heißt es, ich bin auch eine Kriminelle? Natürlich tust du das.
Natürlich. Bitte verrate mich nicht. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Ach so, weil wir jetzt quasi den Typen, den mit der Maske, haben wir quasi geholfen und der hat die Alte ausgeraubt. Bestimmt ist es der hier, LSD. Ich wette es mit dir. Entschuldigung, brauchst du Hilfe? Nein? Okay. Hey, Miss Fortune. Hey, Miss Fortune, wir müssen jetzt einen Ausweg finden. Das ewige Glück ist immer noch da draußen. Okay, ich schaue mich um. Ey, was für ein crazy Game und was für Auswirkungen. Eigentlich alles Gute, was wir tun wollen, wirkt sich irgendwie schlecht aus, Leute. Ich frage mich, was dieser Knopf macht. Oh, eine Leiter. Cool. Gut gemacht, Miss Fortune. Du hast einen Ausweg gefunden. Danke. Leiter klettern im Kanal bleiben. Warum muss ich solche Entscheidungen treffen? Ich liebe übrigens dieses Kokoswasser, da sind sogar Kokosstückchen drin. Okay, sagt Leiter klettern. Ich glaube, man kann auch echt refusen und nicht weitergehen, ne? Sie drückt einfach den Stuhl statt den Knopf. Stopp, obiger Hörger, Ärger, Etilde, Träde. Ich will auch Kokos, das ist richtig geiles Kokoswasser. Okay. Das ist ja voll die Mafia, die werden ja immer größer, sieht aus wie ein Film, den ich im Fernsehen gesehen habe. Das sind die Bösen, ich sag's dir. Ich glaube, du hast recht. Wir müssen den Weg frei machen, bevor wir weitergehen können. Aber wie? Siehst du den Feueralarm da drüben? Wir müssen es aktivieren. Ja, aber wie? Mit einer Schleuder. Welche Schleuder? Diese Schleuder. Ah, diese Schleuder, okay. Ich wüsste nicht, wie ich damit zielen soll. Oh, guck mal, ich benutze diese Eichel als Munition. Das ist echt clever, Miss Fortune. Ich weiß, danke. Okay, Ziele mit Pfeiltaste hoch, runter oder WASD? Ups. Oh Gott. Oh yeah. Oh yeah. We did it. Wir haben es geschafft. Well gut gemacht, Miss Fortune. Yay. Yay. Wie die hier mit ihren komischen Nüssen dealen. Einhörchengeschwindigkeit. Hm, toll. Das sieht aus wie das Forschungsprojekt, das Papa im Keller hat. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Was at any the duck? Wie reagierst du, wenn man Freak zu dir sagt oder so? Sowas nenne ich mir immer zu Herzen. Hä? Ist any the duck da? Annie? Super Slime? Was? Ist verpasst. Das ist viel Geld. Ist das das ewige Glück? Oh nein, warum denkst du das? Mami hat gesagt, Geld ist das Einzige, was sie glücklich macht. Nun, da liegt deine Mami falsch. Oh, okay. Hm. Das stimmt allerdings. Geld allein macht nicht glücklich. Es erleichtert zwar Dinge, aber Liebe kann man sich davon nicht kaufen. Leiter klettern, in den Kanälen bleiben, Leute. Soll ich vielleicht mal noch geradeaus gehen? Nee, war außersehen, ignore einfach. Ach so, okay. Ich nehme nichts zu Herzen eigentlich. Okay, er sagt, ich soll hoch. Ich gehe hoch. Mich ärgern zwar manchmal Dinge, wenn ich beleidigt werde, aber ich nehme mir nichts zu Herzen von fremden Leuten, die mich überhaupt nicht kennen und mir irgendwie über mich urteilen. Oder aber die man vermisst. Hey du, auf der anderen Seite des Bildschirms. Hör zu, ich weiß, es muss hart sein, nicht viel über die Zukunft unserer kleinen Dame zu wissen. Wird Miss Fortune wirklich sterben? Wenn ja, wie wird sie sterben? Und wann? Wird der böse Fuchs sie töten? Wird sie das ewige Glück finden? Ich persönlich hoffe, sie tut es. Räusper, verhalte dich normal. Sie kommt. Ey, ich bin so gespannt. Hallo, Pellinator. Oh, Miss Fortune, du hast es geschafft. Congratulations. Gratuliere.
Danke. Wo sind wir? Wir sind einen Schritt näher am großen Preis des ewigen Glücks. Toll, weil eigentlich darf ich so spät gar nicht draußen sein, weißt du? Keine Sorge, es ist nicht mehr weit. Toll. Ich finde auch immer diese, die Raben. Raben stehen ja auch für Tod, die Krähen. Und die sind hier überall. Guck mal, ein vermisstes Kind. Mir gefällt das nicht. Vielleicht sollte ich nach Hause gehen. Tschüss. Geh jetzt nicht, Miss Fortune. Ich beschütze dich. Wirklich? Ja. Na gut. Hallo. Hey, die sind alle tot. Ach, das war die Vermisste. Und der Junge war auch vermisst. Vielleicht folgen die alle dem Sprecher und wollen mich warnen, weil er die alle umbringt. Ihh, riecht nach... Ah, scheiße. Miss Fortune, achte auf deine Wortwahl. Oh, okay. Ein Einrad, verstehst du das? Sehr klug. The world needs a plan. Guck mal, at Kill Monday Games. Ach, süß. Lol. Phantasmagoria kommt nach Openfield. So, das ist ja cool. Vielleicht haben wir später Zeit, uns das anzugucken. Wer weiß. Warte, spiel jetzt nicht mit meinen Gefühlen. Konzentrieren wir uns erstmal darauf, das ewige Glück zu finden. Dann sehen wir weiter. Okay, ich kann es kaum erwarten. Ups. So. Achte auf, Phantasmagoria, das ist eine Anspielung. Auf was? Oh, das Benjamin, das Waldviertel. Weißt du, wenn du einfach mal so abhängen willst oder so, ich wäre dabei. Freunde dich nicht mit dem wilden Fuchs an. Ich hab's dir gesagt, Füchse sind gefährlich. Ich kümmere mich drum. Benny, bist du ein wilder, gefährlicher Fuchs? Nein, Benny, geh nicht. Lass das wilde Biest weglaufen. Ich will nicht, dass dir etwas Schlimmes passiert. Hide your children. Oh, was? Hide. Guck mal, die sagen alle, der Benjamin sagt, ich soll meine Kinder verstecken. Oh, das sind Benjis Sachen. Das ist allerbeste Kunst, die ich je gesehen habe. Das ist so personal. Ich wusste gar nicht, dass Benjamin so kreativ ist. Kreativ? Das sieht aus, als hätte das ein Kind gemalt. Was hast du da gerade gesagt? Oh, so habe ich das nicht gemeint. Hey, sollten wir uns nicht darauf konzentrieren, den Preis zu finden? Ich bin konzentriert. Irgendwie, ach, das soll vielleicht durch diesen, weil jemand gerade gesagt hat, dass das eine Anspielung auf Frankenstein ist, vielleicht Auferstehung der Toten? Dass vielleicht die toten Kinder alle aufstehen oder so? Wieso haben die alle so scheiß Masken an? Gehen wir in den Park? Yes. Ja. Okay. Juckt sie gar nicht. Mach langsam, du Arsch. Miss Fortune. Was? Language. Sprache. Ah, Language. Das ist doch das Monster, oder? Ich glaube auch. Ja, stimmt, das Monster, hast du recht. Ja. Mr. Voice? Ja, Stimme. Yes, ja. Hat irgendwer schon mal das Ende des Spiels erreicht und das ewige Glück bekommen? Ja, natürlich. Sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Das klingt schön. Weißt du, ich will den Preis für meine Mami gewinnen. Ich wünschte, ich könnte ihr etwas Glück geben. Mein Glitzer funktioniert an ihr nicht. Oh, das ist so lieb von dir. Danke. Möchtest du meinen Glitzer ausprobieren? Das ist nicht nötig. Ah, sei nicht albern. Bitte sehr. Glück für Herrn Stimme. Oh, naja, danke. Wie auch immer, gehen wir den Preis suchen und machen Mami stolz. Ja. Wieso sterben die ganzen Krähen, wenn ich komme? Bin ich irgendwie der Tod? Der Preis ist der Tod? Ich weiß auch nicht. Hallo Chris, wie geht's dir? Das wird später erklärt, das mit den Masken. Okay. Ich bin echt gespannt, Leute. Hier steht, Vögel füttern verboten. Ah, okay. Vögel füttern verboten, Leute. Hier stehen ganz viele süße Gedichte auf der Bank. Der Tod lebt und nähert sich an dir. Gezeichnet N. Hm, interessant. Was meinst du? Miss Fortune, musst du diese Gedichte wirklich lesen?
Die Bankgedichte lesen, ja oder nein? Hallo Huhnlau, vielleicht geben Sie uns einen Hinweis? Ich bin mir nicht sicher. Mir geht's auch gut, Chris. Dankeschön. So, die Gnus-Sagedichte lesen. Ja. Ja, hör dir das an. Die Eier hängen zu tief. Keine Unterschrift. Von wo hängen sie denn? Ah, guck mal, eine Zeichnung einer Katze. Komm schon, lass uns gehen, Miss Fortune. Okay, guck mal, da unten, das ist voll die perverse Zeichnung da unten auf dem unten rechts. Seht ihr das? Was steht denn da alles? Das ist voll die perverse, na gut, wir sagen so, ein Kondom verwenden ist ja nicht gut. Oh Gott, was ist denn das? Guck mal, die Möwe sieht aus wie ein wie Kevins Papa. Wer ist das? Er saß mal im Sandkasten neben der Schule. Er hatte keine Klamotten an und der Polizist hat ihm einen Stock verprügelt. Schade, dass du keinen Fisch hast, den du der Möwe anbieten könntest. Sie lieben Fische, weißt du? Willst du, dass ich mich wegen des Fisches von vorhin schuldig fühle? Ich habe da eine schwere Entscheidung getroffen und ich stehe dazu. Ich verstehe, Miss Fortune. Ich meine ja nur. Na, hör auf, was zu sagen. Ach, da hätten wir den Fisch gebraucht. Alles klar. Jetzt können wir mit dem nicht reden. Naja. Egal. Was sagst du zu dem aktuellen... Ja, ja, genau. Übrigens, wir dürfen hier eh keine Vögel füttern. Möchtest du das königliche Pferd des Parks reiten? Möchten wir das königliche Pferd reiten? Guck den Stream gerade im Knuschert. Süß. Ja, ja, ja. Okay. Viele sagen aber auch nein. I'm not sure. Okay, die meisten sagen ja, aber viele sagen auch, tu es nicht. Das macht mir jetzt irgendwie Angst. Ein königliches Pferd, sagst du? Ich bin eine kleine Prinzessin, weißt du? Guck mal, ich bin auf dem Pferd. Ey, Pferdchen, hör auf. Ey. Oh, das war nicht so gut. Geht es dir gut? Mir geht's gut. Machst du dir Sorgen, weil ich so eine kleine Dame bin? Natürlich. Du bist echt klein und könntest zerbrechen. Ich habe mir mal den Arm gebrochen. Ach so, weißt du, was ich meine? Guck dir mal diese Ente an. Gehen wir einfach, Miss Fortune. Du willst nicht mit der Ente anlegen. Sei nicht albern. Enten sind ziemlich cool. Guck mal, er trägt einen Ghetto-Blaster. Das könnte meine Gelegenheit sein, endlich mal richtig zu tanzen. Willst du mir einige deiner Tanzschritte zeigen? Also lass die Ente tanzen oder zeig deine Tanzschritte. Was sagt ihr? Hab ich Ente gehört? Hase Trizzle. Also Leute, ihr entscheidet. Hallo Lona, grüßt euch alle. Alle wollen, dass wir tanzen. Mach mal, bitte. Of course. Natürlich, guck dir das mal an. Wie geil. So geil das Gesicht auch. Oh nein, jetzt bin ich high. Schon gut, schon gut. It's okay, it's okay. Das war nicht so gut. Wovon sprichst du? Das war normal. Also wenn du das sagst. Okay, dann halt nicht. Diese Dance-Moves. Nicht alle Enten sind so, Leute. Möchtest du damit fahren? Das ist wie ein Wirbelsturm. Wollen wir mit dem Twist fahren? Ich verstehe nicht, welche Auswirkungen das auf uns hat. Nein? Nein? Ah, ja? Nein? Nein? Okay, ihr wollt nicht mehr nach dem letzten Mal, verstehe ich. Nein, zu viel Rolle für die kleine Dame. Alles klar, dann lassen wir das. Dann tun wir das nicht. Hide children, schon wieder. Das sieht aus wie Kunst von Benjamin, findest du nicht? Ich finde, das ist Müll und sollte verbrannt werden. Wirklich? Ich erkenne hier großes Potenzial. Er ist offensichtlich sehr künstlerisch begabt. Ignoriere es einfach, spielen wir mein Spiel weiter. Der Preis ist näher, als du denkst. Wirklich? Na gut. Diese ganzen... Ich kann das ewige Glück schon fast fühlen.
good. Gut, die letzte Herausforderung erwartet dich auf dem Friedhof der Kuscheltiere. Friedhof der Kuscheltiere? Klingt nach dem besten Ort des Spiels zu beenden. Exactly, genau das dachte ich auch. Ich bin froh, dass du das auch so siehst. Oh nein, ich will nicht, dass sie stirbt. Hallo, zwei Idioten zocken. Ich habe nachgedacht, während wir hier so unterwegs sind. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Klar, Fragen kann ich ganz gut beantworten. Toll, antworte einfach so ehrlich, wie du kannst. Na gut, erste Frage. Hast du jemals etwas gestohlen? Ich antworte jetzt, wie ich es gemacht habe, okay? Ich habe noch nie etwas gestohlen. Nein, noch nie. Niemals? Gut für dich. Zweite Frage. Bist du gerade glücklich? Ich antworte jetzt wie ich, oder? Ich bin sehr glücklich, ja. Ja, ich meine, gerade passiert nichts Schlimmes. Das macht mich glücklich. Na gut, dann die letzte Frage. Fühlst du dich geliebt? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Mami mich liebt, weil sie mich nicht verlassen hat. Danke für deine Aufrichtigkeit. Gern geschehen. Guck mal, wir sind beim Friedhof der Kuscheltiere. Das hört sich viel zu toll an, als es ist wahrscheinlich. Ja, Skelet Angel, wir spielen es durch. Oh, schon mal zwei Vermisste. Zwei Vermisste. Und der blonde Junge von vorhin ist auch vermisst. Oh, guck dir das an, noch mehr verschwundene Kinder. Wenn ich verschwinde, wie sage ich es Mami? Du wirst nicht verschwinden. Wir gehen sofort nach Hause, nachdem wir Preise gefunden haben. Ah, okay, nice. Danke für die Doni. Ich lese sie nachher vor. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Bist du bereit, den Preis des ewigen Glücks zu finden? Ja, wo ist er? Ich habe ihn in einer der Gräber versteckt. Ich muss in einem Grab buddeln. Welches? Ich gebe dir einen Tipp. Es ist dort, wo der Goldfisch begraben ist. Der Goldfisch? Okay. Muss ich mit meinen kleinen Händen graben? Hochziehen. Nein. Nimm die Schaufel. Welche Schaufel? Diese Schaufel. Oh. Ah, diese Schaufel. Okay. Ihr könnt mich noch gar nicht sappen. Ich nehme die Twitch-Partnerschaft erst ab November an. Hier steht Denise Stab umgeben von ihren Liebsten in einem Feuer. Oh, vertraurig. Nein, das machen wir nicht auf. Goldfisch. Goldfisch, Goldfisch. Was steht hier? Okay, schauen wir mal. Kleine Lulu, der erste Mops, der einen Mann erwürgt hat. Was? Nein, auch nicht. Nee, ich glaube nicht, dass es der Fisch ist. Wie gesagt, Leute, das Spiel lade ich wieder auf Verspieltes GNU hoch. Stephanie Queen, Autorin des erotischen Romans Die Beichte einer Katze. Erotischer Roman? Verrückt. Nein. Nein, das ist offensichtlich eine Katze. Hier steht, Paul starb, als er tat, was er liebte. Kacke essen. What the fuck? Hä? Nein, ich denke nicht. Was ist das? Schauen wir mal. Roger, die Elster, sah das Fenster einfach nicht. Verstehe ich nicht. Nee. Nee, ich denke nicht. Ich suche weiter. Okay. Hier steht Mr. Bubbles. Mr. Bubbles könnte es sein, oder? Nein, zu wenig Informationen. Wir merken uns mal Mr. Bubbles. Wohin gehst du? Die Gräber warten auf dich. Es ist Bubble, oder? Mr. Bubbles. Ich mach mal das, okay? Weil Katzen essen keine Kacke. Oh mein Gott, ich probier's einfach. Congratulations, oh ja, Gott, du hast den Preis gefunden. You found the prize. Really? Ja, wirklich, ja. Siehst du die kleine Box? Mach sie auf. Oh, okay, aufregend. Okay, wir machen die Box auf. Ich habe dein ewiges Glück geklaut, Benjamin. What? Was? Hier steht,
Ich habe dein ewiges Glück geklaut. Gezeichnet Benjamin. Vielleicht mein Herz. Das hat er nicht getan. Mein ewiges Glück. Ich wusste, dass der Fuchs Probleme machen würde. Er hat deinen Preis gestohlen. Was für eine Enttäuschung. Ich wollte Mami wirklich damit überraschen. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen den Fuchs finden und dein Glück wiederholen. Ich bin mir sicher, er ist nicht weit weg, finden wir ihn. Ja, tun wir das. So eine Enttäuschung. Aber vielleicht war das ja auch die Stimme, die uns jetzt hier verarscht. Guck mal, hier ist er. Benjamin, hast du mein ewiges Glück gestohlen? Nicht cool. Komm schon, Benjamin. Gib mir mein Glück zurück. Lauf ihm nach. Wir können den Fuchs nicht wieder entkommen lassen. Er hat deinen Preis gestohlen. Benjamin hat mich echt enttäuscht. Ich glaube echt, dass es ein Trick von dem Erzähler ist, weil ich glaube, der Fuchs hilft uns irgendwie. Ich habe es irgendwie im Urin und ich glaube ihr auch, wenn ich so den Chat lese. Wenn ungeliebte Kinder in der Dunkelheit suchen, was sie verloren haben, warum sie Schmerzen haben. Okay, das hört sich... Ungeliebte Kinder in der Dunkelheit suchen, was sie verloren haben. Warum sie Schmerzen haben. Das ist ja eigentlich schon voll der Hinweis. Drei, aber wir haben zwei nicht, oder? Scheiße. Da gab es noch eins. Kinder haben Schmerzen. Did you find something, Miss Fortune? Hast du etwas gefunden, Miss Fortune? Nein, das bildest du dir ein. Und das sagen wir dem auch nicht, dem Erzähler. Hallo an alle, die da sind. Wir spielen gerade ein übelst geiles Spiel. Ich mag eigentlich so Spiele nicht. So 2D-Spiele, aber das ist so unfassbar fucking geil. Ich liebe es. Jetzt liebe ich solche Spiele. Wir sollten unsere Augen offen halten, falls wir den Fuchs sehen. Sie wissen, wie man sich versteckt. Na gut. Okay, Leute, haltet mal die Glubschis auf. Oh, guck dir diesen Stein mal an. Der sieht anders aus als die anderen. Ich sag's dir. Ich glaube, du hast recht. Das Spiel des Todes ist es, was die Schatten des Jenseits nähert. Hm, was bedeutet das? Sieht für mich nach Unsinn aus. Hm, wirklich? Vielleicht gibt es hier noch mehr Unsinn. Vielleicht hat der Fuchs auch das Geschütz gestohlen, um uns zu schützen. Das kann auch sein, ja. Okay. That looks like nonsense. Ah, really? Maybe they're... Oh, das Stück ist lose. Ich nehme es mit. Vielleicht packt es ja woanders hin. Oh oh. Ich vertraue dem Fuchs auch, Leute. I'll put it back. Nein. Ich würde sagen, wir nehmen es mit. The game of death, huh? That looks like nonsense. Okay. Wir nehmen es mit. Das Spiel des Todes. Aha, da. Das Loch sieht sehr danach aus, dass der Fox den Preis verstecken könnte. Du meinst, ich soll da runtergehen? Ja, keine Sorge. Es wird nichts Schlimmes passieren. Gar nichts Schlimmes. Okay, du bist dir deiner Sache echt sicher. Ich vertraue dir. Sollen wir da runter? Ich frage mich, warum Benjamin meinen Preis stehlen würde. Vielleicht ist er selbst auch nicht glücklich. Aber ich brauche das Glück doch selbst. Hallo, ist da unten jemand? Oh Gott. Und später kommt eine mega unangenehme Frage. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, die Arme ist wieder aufs Gesicht gefallen. Autsch, das war ein ganz schön tiefer Fall. Hallo, Herr Stimme, bist du da? Oh, er ist nicht da. Oh, Plot-Twist, der Fuchs ist der Erzähler und lockt dich in die Entführerhalle. Das ist sehr geil. Hallo, Sophia. Fuchs-Abwehrspray. Die Flasche ist echt cool. Ich nehme sie mit. Okay. Oh, oh. Was ist denn das? Oh. Japs. Okay. Oh, da bist du ja. Der Fuchs ist so süß, Mann. What are you doing? Was tust du da? Benjamin? Fuchsabwehrspray auf Benjamin benutzen, ja oder nein?
Oh Gott, Leute, jetzt bin ich gespannt. Ich würde sagen, nein. Die. Nein, nein, nein. Okay, wir sagen alle einstimmig nein. Benjamin! Oh. So eine Kacke. What have I gotten myself into? Bin ich da reingeraten? She's such a sie ist mess. So durcheinander. Vielleicht war es ein Fehler, sie dafür auszuwählen. Ich meine, ich habe sie Glitzer essen sehen. Wer tut denn sowas? Das ist nicht normal. Schon wieder gekotzt. So. Lokaler Künstler, nach Vorfall im Ruhestand, mein Sohn wird vermisst. Gucken wir mal, was es Neues gibt. Okay. Es ist also irgendwas mit Verbranntsein. Die Story finde ich bisher richtig geil. Also ich hätte es nicht gedacht. Ich bin sehr begeistert. Und ich habe schon irgendwie Angst, dass sie stirbt, muss ich ehrlich sagen. Guck mal, der Zoo, weißt du, mit den Tieren? Ich habe gerade mal schnell bei Google gesucht. Ich habe herausgefunden, dass der Fuchs einen Cousin im Zoo hat. Oh, wirklich? Wir können dort nachsehen und fragen, ob er weiß, wo der Fuchs lebt. Aber wie kommen wir in den Zoo? Der ist echt weit weg. Na, wir nehmen natürlich den Bus. Hier sollte eine Haltestelle in der Nähe sein. Okay. GP läuft im Hintergrund rum. Was? Ihr könnt übrigens gerne die Entscheidungen treffen. Ich halte mich aus Entscheidungsspielen meistens raus und schreibt mich die Community wieder an, wenn die Entscheidungen schlecht sind. So. Oh, wie bin ich denn in den Stadtzentrum gelandet? Ich habe dich hergetragen. Aber wie? Du bist nur eine Stimme in meinem Kopf. Nur eine Stimme? Nein, ich kann noch mehr, weißt du? Beweise es. Ich muss gar nichts beweisen. Was auch immer du sagst, Herr Stimme. Na gut, du willst wirklich sehen, was ich tun kann. Oh, warte. Mein Schnürsenkel. Wie spät ist es bei mir? Bei mir ist es jetzt 8 Uhr morgens. Ich lebe in Australien bis nächstes Jahr Juni, für alle, die es nicht wissen. Da, hast du gesehen? Ich bin nicht nur eine Stimme in deinem Kopf. Miss Fortune. Ach stimmt, da ist ein IKEA-Logo, ist ja auch Schweden, wie lustig. Tut mir leid, ich hatte ein Problem mit meinem Schnürsenkel. Okay. Wir schaffen das zusammen. Hier, IKEA, ist ja auch ein schwedisches Spiel. Ni no Kuni muss ich auch unbedingt mal spielen, ja. Hey, du kommst mir bekannt vor. Was? Vermisst? Warte mal kurz. Ist das... Kennst du dieses Kind? Ja, aus der Schule. Sie hat unseren Lehrer gesagt, er soll die Hausaufgaben sonst wo hinstecken. Sie ist sehr italienisch, weißt du? Sie ist bestimmt von zu Hause weggelaufen. Sie wird bald wieder auftauchen. Glaubst du? Ja. Oh, okay. Bestimmt hat er sie irgendwie verschollen. Ich glaube, sie wurde misshandelt. Ich bin echt gespannt, was da rauskommt, Leute, ne? Zum Glück machst du live, bin im Krankenhaus. Oh nein, warum denn das? Gute Besserung. Warum haben die Erwachsenen alle Masken an? Oh, diese Leute auf dem Bild sehen so glücklich aus, wie sie ihren Saft trinken. Ich finde, es hat ein bisschen was von Little Nightmares. Mami bringt mich ständig hierher, es ist echt langweilig. Manchmal schickt sie mich Zigaretten holen, während sie Freunde an der Mülltonne umarmt. Was? Ist das so? Fremde an der Mülltonne? Prostituiert sie sich etwa? Oder verstehe ich das gerade falsch? Mit wem spricht sie? Es ist so eine Erzählerstimme, die hat uns erzählt als Spieler, dass das kleine Mädchen sterben wird. Und die leitet uns gerade irgendwo hin und wir wissen nicht, ob wir der vertrauen sollen oder nicht. Und die Entscheidungen haben richtige Konsequenzen. Also da müssen wir jetzt mal gucken, was dabei rauskommt. Der Mann hat seine Geldbörse verloren. Also, was willst du machen? So, Leute, was machst du mit der Geldbörse? Klauen oder zurückgeben? Ihr entscheidet. A oder D. Ich lese nachher die Donations vor. Vielen, vielen Dank. Und ihr könnt mich nicht subben, weil ich die Partnerschaft nicht angenommen habe. Werde ich aber ab November machen, weil ich streame ja eigentlich immer parallel auf YouTube. Und deswegen habe ich die nicht angenommen, weil das darf man nämlich dann nicht. Okay, ihr sagt alle, ich soll sie zurückgeben. Dann gebe ich zurück. Wait, Sir. You dropped your wallet. Sie haben ihre Geldbörse verloren. Kriege ich dafür was? Oh. Well,
Einmal hat Mami mich hergebracht und mich dann vergessen. Ich habe die ganze Nacht drinnen gespielt, bis mich ein Wachmann gefunden hat. Er dachte, ich sei ein Waschbär. Naja, das klingt nach einer spaßigen Nacht für dich. Ja, voll. So, okay. Ich kann hier Glitzer drüber sprühen. Hätte ich sie klauen sollen? Ist das für mich? Ein Lottoschein? Cool, danke. Wow, dann schauen wir mal. Haben wir gewonnen? You lose. Oh Mann. Ah, oh, kein Gewinn. Vielleicht nächstes Mal. Okay. Die Arme. Hier, Happy Face. Hier steht, sehen wir es ein. Manchmal sind wir einfach zu müde, um zu lächeln. Benutze dein glückliches Gesicht und hör auf, so zu tun, als ob, okay? Ich weiß, wenn dieser Laden gehört. Wem denn? Chaseys Vater, wer ist Casey? Ein Freund aus der Schule. Ich habe ihn aber schon eine Weile nicht gesehen. Alles ist gut. Ach, guck mal, hier sind die ganzen vermissten Kinder. Fuck, sind es viele. Guck mal, noch mehr vermissten Poster von Kindern. So viele. Ich frage mich, warum sie vermisst werden. Und kümmere dich nicht um sie. Ich bin mir sicher, eines Tages tauchen sie wieder auf. Glaubst du? Natürlich. Ich weiß nicht, Herr Stimme. Es fängt an, mysteriös zu riechen. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Davon können wir 2 abziehen, weil die da oben ist dreimal. Also 13, nee, 12 Kinder. Nee, sind ja öfter. 11 Kinder sind vermisst. Nee, sogar noch weniger. Okay. Es werden immer mehr, habe ich das Gefühl, ja. Und ich bin, glaube ich, gleich das Nächste. Ich wette mit euch, die Stimme hat die alle in den Tod geführt. Warum auch immer. Here we are. Have you ever Bist du schon mal alleine Bus gefahren? Nein, habe ich nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Brauche ich ein Ticket? Finden wir es heraus. Da ist eine Informationstafel. Ich hasse Busfahren und sowas. Ich finde diese Happy-Face-Masken voll creepy auch. Ah, guck mal, wir müssen noch 2 Minuten warten. I hoch 10. Ich kann es kaum erwarten, Benjamins Cousin im Zoo zu treffen. Ich werde ihm sagen, wie schlecht sich Benjamin benommen hat. Und dass Benjamin sich schämen sollte. Das klingt toll. So, was gibt's hier so? Informationstafel. Hier steht, dass alle Kinder unter 15 umsonst Bus fahren können. Geil. Ich bin 8. Das ist okay. Toll. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, vielleicht brauchst du einen Fahrerschein. Du hörst dich alt an. Ich bin definitiv älter als niemand kann mich sehen. Ah, okay. Bist du 20 oder so? Ja, mehr oder weniger. Ah, okay. Wieso ab 18? Das Spiel ist ab 18, ja. Ihr werdet es noch an gewissen Sachen sehen. Es hat sehr viel... Es spricht eigentlich alles an, was schrecklich ist im Leben. Ich will euch nicht zu viel spoilern, schaut sich an, das wird bestimmt noch voll ätzend. Soll ich mich hinsetzen und warten? Mach, was du willst. Okay. Gucken wir mal noch ein bisschen rum. Entschuldigung, wie kannst du es wagen? Wo ist das Hündchen? Hast du das Hündchen genommen? Man sollte Haustiere streicheln, nicht mitnehmen. Wer weiß was? Ich weiß nicht, du? Was ist los mit der? Wirklich, na gut. What the fuck? Guck dir das an, die Straße heißt Dickens Road. Verstehst du? Dickens Road. Dick. Guck. Miss Fortune. Ah, daran sieht man, dass es 18 ist. Ich setz mich mal hin, bin etwas müde von den ganzen Rumgelaufen, weißt du? Du hast kleine Füße. Ja, das hat sie. Ich bin eine kleine Dame, das bin ich. Das spürt etwas schwarzen Humor, absolut. Guck dir diese alten Omas an. Die sind ein bisschen gruselig, findest du nicht? Um ehrlich zu sein, habe ich schon Schlimmeres gesehen. Wirklich? Ja. Weißt du, meine Mami trägt die gleiche Maske. Sie mag es, ihr Lächeln, ihre Tränen dahinter zu verstecken. Möchtest du auch so eine Maske haben? Nee, vielleicht, ich weiß nicht. Hallo Malibu, Lulzi ist 8. Sie versteht's schon. Love yourself. Frei von Zweifeln. Und jetzt fährt der Busche weg. Frei von Selbstzweifeln.
might take a while. Diese Busfahrt könnte eine Weile dauern. Ist das okay für dich? Es ist okay. Hiro leitet mir Gesellschaft. Wer ist Hiro? Er ist mein Freund aus Japan. Er ist ein Geist, weißt du? Er sagt immer, Kiri wa Dodoku. Okay, du bist echt lustig, Miss Fortune. Hallo, Pelikan. So etwas wie Geister gibt es nicht. Hey, Miss Fortune, guck mal. Auf dem Feld, da sind einige Kühe. Oh, ich liebe Kühe. Mein Discord, poste ich mal meine Mods rein. So cute. Oh, das ist ganz schön viel Kacke. Das scheißt auch noch die andere Kuh. Hast du die Babykuh gesehen? So doofe Sachen passieren einfach immer. Nächster Halt, Zoo. Ich glaube, wir sind bald im Zoo. Okay, toll. Erstmal die Kuh angeschissen, so läuft's doch. Das war doch gerade aber eine. Das ist eine Frau im Scheuer, hört sie an wie Mann. Ich kann es kaum warten, reinzugehen. Du hast das Ticket, oder? Welches Ticket? Oh, habe ich dir vorhin kein Ticket gegeben? Nein, hast du nicht. Oh nein, tut mir leid, ich habe es total vergessen. Hast du eine Idee, wie wir reinkommen? Du weißt schon, ohne zu zahlen. Ich habe gesehen, wie Mami ihre Brüste dem Marmeladen gezeigt hat und umsonst Essen bekommen hat. Ich habe noch keine Brüste, also klappt das wohl nicht. Verstehe. Ich habe eine Idee. Was, wenn du eine Ablenkung nutzt? Was heißt Ablenkung? Naja, sorg dafür, dass der Kassierer woanders hinguckt. Weißt du, leg ihn rein. Okay, lass mich überlegen. Die Fahrerin hatte keine Maske auf, stimmt. Danke, Nelly, für 4 Zuschauer für den Host. Vielen, vielen Dank. Ein Wolf. Kann man den Wolf streicheln? Er sieht echt süß aus. Warte es einfach ab, Miss Fortune. Warten wir es ab. Warte es ab. So. Anna, das kenne ich. Ich habe auch manchmal so ein Allerwärtsgesicht, dass ich immer eine Fresse ziehe, obwohl ich gut drauf bin. Alle Leute fragen, ob ich schlecht drauf bin. Ich sage so, nein, das ist einfach mein Gesicht. Sie wissen über die vermissten Kinder Bescheid. Ich finde, das Spiel hat schon süße Moral-Erklärungen. Hallo, darf ich umsonst rein? Wohl nicht. So. Irgendwelche Tickets aus dem Zoo? Ekelig. Keine Tickets, nur Ekel. So. Okay. Oh, das kann man kaputt machen. Wie? Na, mit einem Stein oder so. Ach, Kacke, wie ein Stein. Ich glaube, ich habe eine Idee. Was wäre, wenn... Fenster zerbrechen, Lügen, Kacke. Jetzt hätten wir den Stein ganz am Anfang mitnehmen müssen. Was machen wir? Fenster zerbrechen oder Lügen? Ihr entscheidet. Entscheidet jetzt. Um was geht es da? Das ist doch kein Spiel. Na klar, das ist ein geiles Game. Einfach mal wirken lassen, Leute. Einfach mal wirken lassen. Ihr urteilt alle immer viel zu schnell. Ihr müsst auch mal ein Spiel eine Chance geben. Wir machen D, wir lügen. Ich werde lügen, damit er es glaubt. Eine Lüge? Miss Fortune, bist du sicher, dass du das tun willst? Ja, ich meine, nur so kommen wir da rein. Vertrau mir. Alles klar, legen wir los. Hallo, Entschuldigung, eine Bushaltestelle ist eines der vermissten Kinder. Wow, das ist böse, ich habe sie gerade gesehen. Sie möchten vielleicht dorthin gehen und sich das mal angucken. Das war eine böse Lüge. Dankeschön. Ja, es hat geklappt. Das war eine ekelhafte Lüge jetzt. Oh, ich glaube, das Karma-Konto ist jetzt leer. Isn't this wonderful? We'll get to see so. Ist das nicht wunderbar? Wir werden so viele eingesperrte Tiere sehen. Tschüss, Beep. PSP. Schönen Abend noch. Übrigens, das hast du gut gemacht, nicht vor dem Verkäufer erwischt zu werden. Sehr beeindruckend. Ach, danke. Aber jetzt sollten wir herausfinden, wo das Wolfsgehege ist. Warum? Glaubst du, Benjamins Cousin ist ein Wolf? Ja, vergiss nicht. Er weiß, wo der Fox lebt. Danke, Nerdy. Okay.
Okay. Wie gesagt, sorry, dass ich auch nicht so auf den Chat eingehe. Eigentlich gehe ich sehr viel auf den Chat ein, aber ich werde dieses Spiel auf meinem Zweitkanal komplett hochladen. Und da kann ich nicht immer so viel Chat lesen. An alle, die neu da sind. Guck mal, Nom Nom. Was? Was hast du gerade zu mir gesagt? Hat dein Schnabel. Oh, Miss Fortune, pass auf, was du sagst. Mir egal, der Vogel ist blöd. Oh, Kleines, wir müssen dir so schnell wie möglich dein Glück wiederholen. Franbo werde ich diese Woche durchspielen, Leute. Das haben mir schon sehr viele empfohlen. So, Lebensspanne. 10 bis 20 Jahre Ernährung, alles weit verbreitet auf dem Planeten. Hintergrund, dieser Papagei lebt überall auf der Welt. Hier steht, der Nom-Nom-Papagei, dieser Papagei lebt überall auf der Welt. Das habe ich ja gerade gelesen. Sie sprechen viel, aber sagen wenig. Normalerweise arbeiten sie mit den menschlichen Piraten zusammen. Geborene Diebe. Gründer der Friedhofsfront. Gemeiner Nom-Nom-Vogel. Eulen. Meine Mutter liebt Eulen. Guck mal, dieser Vogel sieht echt klug aus. Ist er aber nicht. Vertrau mir. Weiter jetzt, Miss Fortune. Okay. Ich weiß nicht, ob ich dem Typen immer trauen soll oder nicht. Geht viel um Vögel irgendwie. Irgendwie fühle ich mich von einem Vogel beleidigt. Musst du nicht. Habt ihr es gecheckt, Leute? Weil es aussieht wie ein Mittelfinger. Nee, Franbow fange ich frisch an, komplett von vorne. Vogelfutter klauen, ja oder nein? Hallo Schocker, Mittelfinger Vogel, Ficketeliops. Ah, geil. Okay, ihr wollt, dass ich Vogelfutter klaue? Tue ich. Das haben wir eh schon gebraucht. Nehme die Samen, weil ich möchte die Vögel füttern, damit sie keinen Hunger mehr haben. Wuhu! Kann ich die Vögel jetzt... Ach, guck mal, ich kann die jetzt füttern. Komm, friss dein Futter. Ich liebe dich. Vogi, komm. Friss dein Vogel. Burba. Vogi, Burba. Bitte sehr. Robert und Mary. Schmeckt es dir? Es gefällt dir. Franbow soll richtig verstörend sein. Ich bin sehr gespannt. Das wurde mir, wie gesagt, von vielen empfohlen. Das sollten wir auf dem Zweitkanal spielen und das werden wir tun. Wow, so viel zu tun und zu sehen. Finde das Wolfsgehege, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Ich glaube, der Zoo macht gleich zu. Oh shit. Okay. Da müssen wir hin. Jo. Okay. Los geht's, wir müssen uns beeilen. Weißt du, ich bin echt genervt. Echt genervt. Was geschieht mit mir? Ich rieche Hormone, die in dir erwachen. Was? Homos? Nein, Hormone. Ah, okay, was ist das? Dein Körper bereitet sich vor, Leben in dir zu erschaffen. Du wirst viele neue Gefühle haben, die völlig normal sind. Ah, okay. Und du wirst 3 bis 5 Tage aus deiner Vagina bluten. Du wirst außerdem jeden Monat leiden für viele, viele Jahre. Und die Gesellschaft wird dich wie Müll behandeln. Meinst du das ernst? Ja, tue ich. Ich glaube, ich brauche einen Notfallglitzer. Ah, viel besser. Sie ist 8, what the fuck. Am Grund des Brunnens liegen Münzen. Ja, das sind die Wünsche der Leute. Kann man für Wünsche bezahlen? Heutzutage glauben Menschen, sie können alles mit Geld kaufen. Geile Aussage. Ich wünschte, ich könnte eine Münze werfen, mir ein Glück zu wünschen und dass Benjamin sich in ein gutes Füchschen verwandelt. Weil ich jeden Fall auf ihn ausgehen würde, wenn er gut wäre. Bist du hier fertig, Miss Fortune? Ja. Die will mit einem Fuchs ausgehen. Ich finde das alles so falsch. Ich wünschte, ich könnte Japanisch schreiben. Dann könnte ich Hiro eine süße Postkarte schicken. Wo lebt dein Geist? Hör auf zu lügen, Miss Fortune. Es gibt keine Geister. Benjamin ist so ein Fuchs. Du bist nur neidisch, weil du keine Geisterfreunde hast.
Oh, guck dir das, die süßen Plüschtiere an. Das könnten alles meine Babys sein. Gewöhn dich nicht zu sehr an diese Spielzeuge. Keine Sorge, ich gucke nur. Voll brutal, wie er eigentlich gerade für alle Mädels, die hier sind, unser Leben beschrieben hat. Wir bluten einmal im Monat unten raus und sind schlecht drauf. Wir wissen nicht, wo der Wolf ist. Maybe we can find a map or something. Find the wolf, you said? Yes, Miss Fortune. Ah, okay. Hab ich doch schon. Ich hab die Karte doch schon. Verdammt. Feier ich. Jetzt den Pelikan. Jetzt gefällt's dir auf einmal, ne? Jetzt haben wir den Pelikan wieder für uns gewonnen hier. So, warte mal. Ich hab doch hier gesagt, dass der Wolf. Ach, wahrscheinlich hier auf. Ich hab doch. Wieso kann ich das nicht drücken? Ah, da siehst du es. Streichel den Wolf. Gut gemacht. Beeilen wir uns jetzt. Okay, laufen wir. Menschen können sich menschlich sein, aber nicht kaufen, obwohl man nicht menschlich sein, nicht kaufen muss. Was? Menschen können sich oder meinst du doch menschlich sein? Yes, let's go then. Da ist Goaty. Ach, Menschen können sich menschlich sein, aber nicht kaufen, obwohl man nicht menschlich sein, nicht kaufen muss. Ja, das stimmt. Oh Mann, verdammt. You will have to sneak past the janitor to get to the other side. Don't let her see you. Otherwise, sonst sperren sie dich ein und rufen deine Mama an. Okay, keine Sorge, ich bin ein kleiner, cooler Ninja. Ich könnte mich hinter die Kisten da verstecken, oder? Tolle Idee, versteck dich hinter einer Kiste, bis sie dir den Rücken zukehrt. Alles klar, bin bereit, gehen wir es an. Oh, scheiße. Well done, Miss Fortune. Gut gemacht, Miss Fortune. Warte ab, dass sie dir den Rücken zukehrt. Sie dann von hinten töten? Nein, was? Das tun Ninjas in den Filmen. Ich hab's so gut wie alle gesehen. Naja, das ist aber kein Film. Also tu einfach, was ich dir sage. Wenn sie sich umdreht, kannst du wegspringen und dich weiter bewegen. Alles klar. Das sah im Fernsehen viel cooler aus. Digga, ein Rabenkopf. Also an alle Gnulis, die schlafen gehen müssen, ich lade das auf meinem Zweitkanal hoch. Also könnt ihr auch sehr, sehr gerne schlafen gehen und das dann auf dem Zweitkanal anschauen. Oh Mann, die fällt die ganze Zeit hin. Ich bin wie ein Schatten-Ninja-Meister, sie hat mich nicht gesehen. Feier noch nicht, du musst noch an einer weiteren Kiste vorbei. Guck lieber zu, wie ich das hier regle. Voll gruselig, Mann. Mann, die fällt immer hin. Ich hab's geschafft. Die kleine Ninja-Dame ist die Beste. Gut gemacht. Danke. Gott. Wolf. Wolfi, Wolfi, Wolfi. Wie freundlich der aussieht. Wir kommen immer näher. Hallo, Sunvision. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Ah, guck mal, da kann ich das jetzt einsetzen. Aha, schau mal an. Das sieht aus wie der andere, der nicht aussah wie die anderen. Yes. Wusstest du das schon? Ja. Nervöses Lachen. Oh, look, it fits. Guck mal, es passt. So, was steht da jetzt? Der Pfad nach Senar Sedeh ist durch die bösen Spiele aus dem Jenseits verdreht. Was? Gewunderter Pfad schenkt den doofen Stein. Oh, warte mal, das war gerade ein Hinweis. Halt nochmal. Der Pfad nach Senar Sedeh ist durch die bösen Spiele aus dem Jenseits verdreht. Also kommt diese Stimme aus dem Jenseits. Es ist ein gewunderter Pfad, wohin? Das ist bestimmt der Tod, der hier mit uns redet, wette ich mit euch. Deswegen wusste er auch, dass wir sterben. In dem Spiel geht es darum, dass dieses Mädchen eine ganz beschissene Kindheit hat, die Mutter ist Alki. Ich glaube, die prostituiert sich auch, der Vater ist auch Alki und schlägt die Mutter. Und diese Stimme kam dann und hat uns als Spieler gesagt, dass dieses Mädchen sterben wird und wir müssen sie jetzt quasi begleiten. Du hast ein Ninja-Skills wirklich gezeigt. Aber ich bin mir sicher, dass ich mich am allerbesten versteckt habe. Nein, das zählt nicht. Du bist keine kleine Dame wie ich. Du bist nur eine Stimme. Oh, du wirst sehen, ich bin viel, viel mehr als das. Voll gruselig. Wie auch immer, du solltest jetzt gehen und den Wolf treffen. Er hat doch vorhin gesagt,
Verstanden. Wolf treffen, schleichen und Benjamin fragen. Wie ein Ninja. Er hat doch vorhin gesagt, dass er dich zur Stadt getragen hat. Warum kann er dich dann nicht dorthin tragen? Gute Frage allerdings. Ja, ich werde hier ausgelacht. Das ist schon irgendwie respektlos. Was, warum wirst du ausgelacht, Hika? Abgeschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Ja, das tust du. Guck, da ist eine Notiz. Es muss sagen, wo der Fox lebt. Wir müssen es mitnehmen. Ich komme von hier nicht ran. Wir müssen einen Schlüssel finden, um den Käfig zu öffnen. Ich werde einen Schlüssel finden. Oh Gott, ich glaube, wir werden sterben. Hallo, bist du Benjamins Cousin? Du weißt schon, der flauschige Fuchs mit den liebsten großen blauen Augen. Nein? Ich kenne niemanden, der Johnny heißt. Was soll das sein? Ich rede von Benjamin. Er ist süß aussehende Fuchs, der mir mein Glück geklaut hat. Ich mag ihn nicht mehr so gerne. Vielleicht solltest du aufhören, mit ihm zu sprechen, einen Weg in den Käfig zu finden. Ja, stimmt ja. Ah, ich soll einen Stein mitnehmen. Okay, gut, dass ihr es sagt. Gut, dass ihr es sagt. Ich nehme den Stein mit. Nimm den Stein! Nimm den Stein mit. So. Nimm bitte den Stein mit. Ja, Leute. Hallo, Amimi. Grüßt euch alle. So, jetzt lauf. Run. Run. Glaubst du, da könnte ein Schlüssel drin sein? Ich weiß nicht. Gehen wir mal gucken. Leise. Oh Gott, ich bin leise. Immer schlecht. Ich bin schlecht im leise sein, Leute. Sehr schlecht. Die kleine Ninja-Dame. Ich habe schon gesagt, sieh zu und lerne, wie man einen Schlüssel finden kann. Irgendwelche Schlüssel im Eimer? Nee. Kein Schlüssel darin, aber weißt du, diese Schuhe sind zum Gehen gemacht. Und genau das werden One of these days these boots are gonna walk all over you. Ich gucke mal diese Tasche nach. Look, I found a paper with some numbers on it. Keep it. It might be helpful. Behalte es. Okay. Liebe Grüße aus Chemnitz, liebe Grüße aus Australien. It says, hier steht, Sicherheitsregel im Umgang mit dem großen bösen Wolf. Wenn der Wolf auf dich zuläuft, bereit anzugreifen, dann solltest du nichts aus deinem Leben bereuen, weil du wahrscheinlich sterben wirst. Also, wenn ich nichts bereue, kann ich den Wolf streicheln. What? Was? What? Mit Geheimnis drin? Super. Oh Gott, ich habe aber keinen Code. Ich habe noch keinen Code. Also, Knudis, haltet mal die Äuglein auf. Ist hier ein Schlüssel drin? Cool, noch eine Puppe. Wenn sich gebrochene Herzen entscheiden, das Geschenk des Jenseits anzunehmen. Ich glaube echt, dass wir gerade einen Tod geführen werden. Du hast den Code? Echt? Was ist das? Nichts. Ich sag ihm das nicht, was es ist. Rieche ich Tee? Super. Der Zettel mit den Zahlen. Der gelbe Zettel. Der Zettel. Und wo finde ich den Zettel jetzt? Hä? Was, bin ich irgendwie doof? Aus der Jacke. Ach stimmt, aber wo finde ich den jetzt, den Zettel? Habe ich hier irgendwo ein Inventar? Habe ich hier irgendwo... ein Inventar? Ich muss ja irgendwie nachschauen können, oder? Das Papier. Aber wo finde ich das Papier? Kann ich das irgendwo nachschauen? Muss ja irgendwo nachgucken können. Es beginnt mit 6. Beim Tresor musst du einen Code eingeben. Also ihr könnt mir gerne den Code sagen. Ich bin da echt offen für. Also 6 beginnt, sagt ihr?
Okay, und dann? Ich will den Code haben. Vielleicht hast du es ja zurückgelegt. Drück mal I oder E, okay. Nee. Nochmal der Jacke nach. Vertrau mir. Könnt mir gerne den Code sagen, Leute. Ich bin da echt offen für. Nach rechts. Aber auf dem Zettel waren nur 4 Zahlen, Dudes. Ja, gell? Miori, ich dachte auch. Focus. Okay, okay. Miero. Hier vielleicht, am PC. Hier vielleicht, warum nicht? I don't see why not. Check out my computer skills. I bet the password is hier. This one. Wait, Miss Fortune. I think you're holding the paper. Ah, guck mal, das habt ihr gemeint. Don't interrupt me. Unterbrich mich nicht, ich weiß, was ich tue. Keep quiet. So, da war es einmal 8. Jo, bitte. Hä? Okay. Oh ja, Miss Fortune und Minister ist ein Computerwissenschaftler. Du überrascht mich. Hier, ein privater Chat. Gucken wir mal, was da steht. Eis am Stiel. Ist das ein Code? Wie verrückt. Wo ist ein Code? Sehe ich da etwas, was ich... Ah, hier. 27581. Kann sich das jemand merken? So. 27. Wo ist da? Ist ein Penis? Wo ist ein Penis? 275. Okay, merkt euch das für mich. Ihr seid ja Süßis. Okay. Wo ist ein Penis schon wieder? Das Spiel hat viele Penisse. Komischerweise. 27581. Yay, yeah, Gnulis, wir haben es geschafft. Yes, I'm the ja, best ich bin die beste kleine Dame. Ich habe den Schlüssel. I got the key. Well done. Gut gemacht, Miss Fortune. Sehr beeindruckend. Danke. Kein. Leute, hört auf, euch im Chat zu streiten jetzt bitte. Ich muss es nicht merken, das steht da dann. Okay. Okay, dann machen wir jetzt auf. Ich weiß zwar nicht, ob das so eine geile Idee ist, aber let's do it! Zeit, den Wolf zu treffen. Komm, Wolfi, komm. Oh oh. Lass mich dich streicheln, ich bin nett. Oh oh. Wolfi? Ach Mist, was hat ihn verjagt? Warum kann eine kleine Dame den Wolf nicht streicheln? Oh, das kam unerwartet. Nicht für mich. Tiere laufen normalerweise vor mir weg. Zu schade. Aber hey, die Notiz ist noch hier. Ich nehme es. Wollte der vielleicht schon, dass ich hier jetzt sterbe? So. Hier steht die Adresse meines bösen Cousins. Fuchs. Skurkstigen 5 Open Fields. Okay. Ey, das ist doch alles von einem Erzähler gemacht. Die Antwort von der Stimme. Das ist doch alles von dem Erzählerstimme gemacht. Es ist Benjamins Adresse. Jetzt können wir das gestohlene Glück wiederholen. Alles klar, cool. Sieht so aus, als wäre der schnellste Weg zum Fuchs per Schiff auf Phantasmagoria. Warte mal kurz. Willst du sagen, dass du mit mir nach Phantasmagoria gehst? Sieht so aus. Ich wollte schon immer dahin. Oh Gott, jetzt gehen wir in die Unterwelt, oder? Wetten. Ich glaube, der Erzähler will den Fuchs umbringen, weil der nämlich dafür sorgt. Kann ich dir noch ein paar Fragen stellen, während wir laufen? Klar, meine Fragen Beantwortungsskills sind gerade warm gelaufen. Gut. Und denk dran, sei ehrlich und alles wird gut laufen. Erste Frage. Hast du diese Frage schon mal gehört? First question, hast du diese Frage schon mal gehört? Hä? Bin ich gerade so dumm? Spiel dauert nicht mehr lang, okay. Das kannst du auch mal spielen, Knu. Also Phantasmagoria. Gibt's das? Ich glaube auch, der Erzähler macht das alles.
Also, bin ich gerade zu dumm? Ich mache einfach mal nein, ihr sagt's ja auch. Nein, meinst du diese? Ja, ich habe diese Frage noch nie gehört. Alles klar. Zweite Frage. Hast du jemals einen Freund angelogen? Ja, aber das war gut gemeint. Ich gehe jetzt von mir aus, weil ich diese Freundin schützen wollte vor bösen Menschen. Das war gut gemeint. Das mache ich ständig in der Schule. Charlene glaubt immer noch, dass mein Papa mich von der Schule abholt. Ich gehe einfach hinter die Bäume und schleiche mich nach Hause, wenn sie nicht guckt. Oh. Das ist so traurig. Best Friend der Zuzu. Jetzt zur letzten Frage. Hast du jemals jemanden sterben sehen? Ja. Ich habe Opa sterben sehen. Das war sehr traurig. Nicht so wie in den Filmen, es war anders. Ich habe ihm gesagt, er soll mich als Geist besuchen kommen, aber bis jetzt war er noch nicht da. Danke nochmal für deine aufrechte, voll unangenehme Frage. Wir kommen Phantasmagoria immer näher. Ja, ich höre es, aufregend. Danke, Emil, für die sehr, sehr netten Worte. Vielen, vielen Dank. Oh, hallo, geil, ich liebe Halloween. Wow, das sieht aus wie der gruseligste Ort der Welt. So scary. Ich wünschte, ich hätte ein Ticket. Really? Wirklich? Aber hey, was fällt da vor dir herunter? Oh. Bitte spiel nicht mit meinen Gefühlen. Das kann kein Ticket sein. Bist du sicher? Sieht für mich wie ein Ticket aus. Das kann nicht sein. Ja klar, du, Ami, du darfst mich gerne was fragen. Jetzt wird's geil. Okay, ich bin gespannt, Leute. Ist das ein Skelett? Gruselig. So. Ein Ticket. Was, ein Ticket? Wirklich? So geil. So geil. Gern geschehen, Miss Fortune. Finden wir das Boot zum Fuchs, erinnerst du dich? So, Leute. Ich gehe jetzt ganz schnell pinkeln. Das Ticket to Hell, wenn ich schon massenhaft Zuschauer zu Hause rumlungern. Ja, das ist echt das Ticket zu Hell. Ich gehe ganz kurz pinkeln und dann geht's weiter. Ihr könnt gerne runterzählen. Ich wette mit euch, ich brauche nur eine Minute. Und los. So. Das war doch mal schnell pissen, oder? So, weiter geht's. Ein Geist, verdammt, das ist so gruselig. Miss Fortune, achte bitte auf deine Ausdrucksweise. Aber ich habe mich erschreckt. Das ist keine Entschuldigung. Okay. Ich werde Little Nightmares auf jeden Fall durchspielen. Ich habe ja alle Teile auf meinem Zweitkanal gespielt. Könnt mal gerne meine Mods reinposten. Da findet ihr alle Spiele, die ich so durchgespielt habe. Ihr könnt euch auch gerne was wünschen. Hier steht, willkommen in Phantasmagoria. Danke. Oh, ich liebe Halloween, Leute. Ich liebe Halloween. Ein grusiger Clown. Das ist gruselig. Oh, Ballons. Ich liebe Ballons. Nur damit du es weißt, ich liebe Ballons. Okay, Miss Fortune. Okay. Hey, du, auf der anderen Seite. Miss Fortune verdient es, etwas Spaß zu haben. Also triff die richtigen Entscheidungen für sie, ja? Okay, er redet wieder mit uns. Okay. Ich habe nur ein Ticket, also kann ich nur einmal fahren. Ich schaue mich erst einmal um. Na gut. Okay. Wie, weißt du? Ich habe mal im Fernsehen eine Doku über Hotdogs gesehen und jetzt will ich keine Hotdogs mehr essen. Auch besser so, glaube ich. Warum haben... Oh Gott.
Sorry about that. Tut mir leid, ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Wenn du das nochmal machst, mache ich einfach meine Augen zu und sehe nichts. Wieso zur Hölle? Haben die alle eine Maske auf? Wir wissen, warum die alle eine Maske aufhaben. Und wo sind die ganzen Kinder? Karussell können wir also fahren. Bei dem Skelett und dem Geist. Auch wenn der Erzähler ein Drecksack ist, scheint er sie gern glücklich machen zu wollen. Ja, irgendwie, glaube ich, ist der Erzähler, mag sie doch irgendwie. Die fiesen Kinder in der Schule sagen, ich habe einen Kürbiskopf. Ich sehe die Ähnlichkeit. Die was? Nichts. Hm, okay. Oh, der Geruch von frisch gemachten Süßigkeiten ist so toll. Oh ja, zu schade, dass wir uns nichts leisten können. Ja, zu schade. Ich verhungere hier. Guck dir das mal an. So geil, ey. Das ist ja mal was, Miss Fortune. Ja, oder? Der Erzähler ist lustig, ja. Viele sagen, ich soll zum Schießstand gehen. Deswegen gehe ich hier mal nicht rein ins Horrorhaus und so. Weil ich kann ja nur ein Ticket nehmen. Bevor wir ein Ticket... okay, ich muss es... Okay. Also da ich ja Horror liebe, würde ich in die Horrorbahn gerne gehen. Hallo Lebowski, ich gehe in die Horrorbahn. Ich liebe das nämlich. Cool, ein Spukhaus, muss echt gruselig sein. Möchtest du ein Ticket hierfür nutzen? Ja. Ja, na gut, viel Spaß. Warum ist der so nett zu mir? Schießstand war doch gar nicht da. Oh nein, es kotzt sie schon wieder. Es entwickelt nur noch einen eigenen Willen. Ich fühle mich nicht so gut. Ich fühle mich ganz benebelt. Glaubst du, du musst kotzen? Ich will nicht, aber die Fahrt war zu schnell. Es hat Spaß gemacht. Oh gut, atme tief durch und du fühlst dich bald besser. Hallo, Darkly. Vor allem... wie oft hat die jetzt schon gekotzt? Dreimal? Die hat doch gar nichts mehr im Magen jetzt. Das Boot atmet ein. Okay, mir geht's wieder gut. Ist echt ein Kotz-Simulator. Also bei Mülleimer war ich schon, Leute. Da hat sie nichts gemacht. So. Ich glaube, du hast das Glitzer bei dem Skelett und dem Geist am Anfang verpasst. Oh nein. Hä? Da war schon wieder was. Danke, Peachy. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Oh, hier gibt es einige Spiele. Kann ich eins spielen? Oh, natürlich. Du musst eins spielen, bevor wir auf dem Boot fahren. Ich liebe es hier. Du auch? Wer tut das nicht? Ich möchte jetzt ein Spiel spielen. I bloody hosted dich. Ja, voll nett. Ich habe es schon gesehen. Ich werde mich auf jeden Fall revanchieren. So. Ihr wolltet, dass ich schieße? Das mache ich jetzt. Oh, bitte, das Spiel. Spiel so oft du willst. Wirklich super. Wow, guck dir das mal an. Jetzt mit echten Kugeln. Oh, scheiße. Was? Mit echten Kugeln? Okay, ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Sieht so aus. Geil. Okay, weiter geht's im Konzept. Holy shit. Cool, eine Vase, ein Wahrsager, darf ich? Sieht so aus, als bräuchtest du ein Belohnungsticket. Ah, okay. Ich will ein Belohnungsticket haben. Ein Pony, aber ich habe doch schon eins. Guck dir diese tollen Belohnungen an. Eine goldene Schokoladenmütze, ein süßer kleiner Rock und eine Puppe. Verdammt, ich habe noch keine Belohnungstickets. Kacke, ich will alles haben. Danke, Peachy. So, das hast du gemeint, ne? Hier steht, man braucht eine goldene Münze, um mit dem Boot zu fahren. Hm, okay. Ich brauche eine goldene Münze. Ich will die goldene Münze da drin haben. Ich habe aber kein...
Ticket. Geh zum Hau den Fuchs. Ah, okay, hier kann ich noch spielen. Alles klar. Okay. Check this out. Guck mal, ich bekomme ein Belohnungsticket, wenn ich gewinne. Ich werde das spielen. Na los, fang an. Ich kann kaum erwarten zu sehen, worum es geht. Irgendwie scheint der auch Spaß zu haben. Hier die kleinen Füchse, die Benjamin. Das sind gefährliche Füchse. Stell dir vor, sie alle hätten dir ein ewiges Glück geklaut und dann schlag sie. Schlag sie! Oh Gott, das ist gar nicht so einfach. Ey, das ist voll schwer! Ich hab... Was? Ich hab doch keinen einzigen getroffen! Ich habe gewonnen! Toll geschlagen, das Fortune! Komm, ich spiele nochmal. Okay. Komm Leute, wir sind die Gangster. Yes, Mann, noch eins, geil. Komm, wir spielen nochmal. Ach, darf ich gar nicht. Dann kann ich nämlich noch eins holen. So. Ups, kacke. Ach, kacke, schon wieder. Komm, wir probieren es noch einmal. Jetzt habe ich hier... Yeah! So, jetzt aber genug. Siebenmal, wenn man die Wahrsagerin mitnehmen will. Siebenmal! 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 Hier, ich hole mir jetzt erstmal meinen Shit. Die goldene Münze als erstes. Du brauchst ein paar mehr. Echt? Ja, geil. Aber das Unicorn habe ich doch schon, oder? Wieso kann ich das da oben nicht holen? Ach so, ich brauche echt mehr. Okay, ich hab... Ach so, okay. Ich brauche mehr. Hallo Cloud, mir geht's gut. Komm, wir holen uns jetzt noch den Rest. Ich bin jetzt gerade in dem Feeling, dass ich das möchte. Dann holen wir noch die Wahrsagerin. So. Jetzt will ich's wissen. So. Noch vier? Okay. Oh Gott, das ist gar nicht so leicht, ne? Nein, es wird ja auch immer schwerer. Yeah! Nochmal! Leute, merkt voll, wie süchtig ich werde, gell? Yeah! Ich sag jetzt einfach, dass wir dafür sorgen, dass du später keine Hemmungen mehr hast, Benjamin zu töten. Nein, werde ich doch nicht. Ich werde Benjamin niemals töten. So, nochmal. Boah, jetzt wollen sie es wissen, ne? Yeah, Leute! So. Glücksspiel. Glücksspiel kann süchtig machen. Nächster Stream von Gnus Casino Stream. Genau. Oh, geil. So, dann holen wir uns jetzt das Ding da oben. Und dann haben wir alles. Cool, schon wieder eine von diesen Puppen. Ich will sie haben. Die Realität wird sich in das verwandeln, was das Kind sich am meisten wünscht. Ein Fuchs. Ich mag Wünsche. Was hast du dir da ausgesucht? Nichts. Warum sage ich ihm das nicht?
So, jetzt machen wir nochmal hier ein Wahrsagen. Cool, ein Wahrsager, darf ich? Ja, benutzen wir. Ich bin jetzt gespannt, was sie sagt. Hallo, ich bin Miss Fortune Ramirez Hernandez und würde gerne meine Zukunft wissen, bitte. Danke. Sobald du das Jenseits siehst, sieht das Jenseits dich. Und du kannst dir sicher sein, dass es dich holen kommt. Das Jenseits will mich holen? Was ist das Jenseits? Noch ein Versuch? Sieht so aus, als bräuchtest du eine Belohnungskarte. Okay, also ich glaube, dass der Tod mit mir spricht und deswegen sehe ich das Jenseits, deswegen sehe ich auch die ganzen toten Kinder. Tricky. Noch eine Wahrsagerin, gut, dann passiert was. Okay, komm, ich hole noch einen. Ihr wollt's noch. Das war ein dicker Hinweis. Ich glaube, deswegen sehe ich auch die ganzen toten Kinder. Bin ich schon tot? Vielleicht? Bin ich schon gestorben? Komm, einmal geht noch. Das ist voll... Bestimmt ist hier eigentlich das Spiel am Ende. Die wollen nur, dass man so spielsüchtig wird. Und dann wird man zu einer Spielseite gebracht. Lädst du deine Spiele immer runter? Steam und auch, ich suche auch oft. Die Stimme ist das Jenseits. Belohnungsticket nutzen, ja. Noch ein. Ja, nochmal. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was du im Jenseits siehst, ist nicht das, was du siehst, sondern das, was du nicht siehst. Oh, really? Was ich nicht sehe? Want to try willst du nochmal? Was, nochmal? Das reicht doch jetzt, oder? Okay, gehen wir mal. Oder wollt ihr... Ne, komm, wir gehen jetzt mal weiter. Schluss jetzt. Schluss genug. Schluss, kein Gewinnspiel mehr jetzt hier. Genug. Er sieht ja schon sehr... Guck dir mal dieses Boot an, wie ein schwarzer Schwan. Wie cool ist das denn? Sehr, sehr cool. Wem sagst du das? Wie auch immer, das Boot wird dich dahin bringen, wo du hin möchtest. Du meinst zu Benjamins Haus? Ja, und es kostet nur eine Goldmünze. Ich habe diese coole Schokoladenmünze. Ist sie gut? Ich glaube nicht, dass... Nein, siehst du, das klappt. Oh, na sieh dir mal eine an, Nu. Bist du bereit zu gehen? Ja, wir sind bereit zu gehen. This is going to be so cool. Das wird cool. Ich hoffe nur, wir werden nicht von Piraten angegriffen. Oh, die Krake. Was ist eine Krake? Nun, wenn du eine siehst, wirst du es wissen. Sag es mir, ich bin jetzt neugierig. Dafür haben wir jetzt keine Zeit, Miss Fortune. Vergiss es einfach. Ah, okay, aber ich werde ständig daran denken. Okay, Leute, ich bin gespannt. Jetzt wird's lustig und du wirst merken, dass du echt... Was... Du wirst merken, dass du echt nervig bist. Okay, ich bin gespannt. Oh, Krake, wenn du vor mir erscheinst, sehe ich dich. Und wenn ich dich sehe, weiß ich, dass du es bist. Meinst du das vielleicht mit nervig? Süße Krake, erscheine vor mir jetzt. Oh, was ist eine Krake? Hey, hier ist es ganz schön still. Darf man reden? Wie auch immer. Ich habe gedacht, kann man die Krake streicheln? Weißt du, wie? Manche streicheln Hündchen, manche streicheln Kätzchen. Ich möchte die Krake streicheln, wenn es möglich ist. Naja, ich habe gehört, man könnte ihn mit einem Fisch locken. Scheiße, schon wieder. Mit einem Fisch, sagst du? Tja, ich habe keinen Fisch dabei. Dann streichle ich die Krake wohl nicht. Oh. War das ein Fisch von der Brücke? Ich glaube, er ist glücklich, weil ich ihn gerettet habe. Erinnerst du dich, wie ich ihn gerettet habe von der Brücke? Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich. Hast du gesehen, wie er mich geküsst hat auf dem Mund? Weil er mich verliebt war, weil ich ihn gerettet habe? Jemand liebt mich. Hey, du Komischer. Bringst du mich jetzt zu Benjamins Haus?
Der blauäugige, kuschelweiche Fuchs, der zufällig ein großartiger Künstler ist und mein Glück gestohlen hat. Du scheinst nicht darüber sprechen zu wollen. Und warum sammelst du Münzen? So bezahlt man für seine Miete und sein Essen, stimmt's? Miss Fortune, lass ihn in Ruhe. Nein, er will es hören, wie auch immer. Isst du gern Sushi? Ich kenne Sushi, weil ich einen japanischen Geisterfreund habe. Übrigens sprichst du Japanisch, ich brauche ein paar Übersetzungen. Weißt du, was das heißt? Weißt du also nicht, hä? Ich war noch nie so spät alleine draußen, weißt du? Ja, die nervt echt. Gehst du jeden Abend so spät alleine raus? Wirst du meine Schokoladenmünzen essen? Weil ich ein bisschen hungrig bin? Hör auf zu reden. Oh, warum soll ich aufhören zu reden? Es redet ja sonst niemand. Hey, du Komischer, wo gehst du hin? Er bringt sich jetzt selber um. Oh nein, kann er schwimmen? Hallo? Das passiert, wenn junge Damen zu viel Fragen stellen. Menschen möchten sich deswegen ertränken. Ach, hör auf, ich bin mir sicher, er wird es schaffen. Guck mal, wir sind da. Wie geil er ist. Wie viele von euch hätten gerne schon mal das gemacht, was der das Skelett gerade gemacht hat, wenn Frauen euch zu sehr voll gelabert haben, Leute. Das ist ein richtiger Hint gewesen. Oh. Guck dir das an, das ist der Spielzeugfriedhof, ich sag's dir. Alles Gute zum Geburtstag. Da hat jemand Geburtstag. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Lass dich feiern und beschenken. Wie spät ist es? Es ist echt dunkel. Herr Stimme, bist du da? Hallo? Hier stimmt etwas nicht. Sehr falsch. Was ist los, Herr Stimme? Was meinst du? Es kommt. Versteck dich, versteck dich. Ich weiß nicht, was für ein Spiel du spielst, aber wenn du mir Angst machst, mache ich die Augen zu. Oh oh, was kommt? Das Monster? Oh oh, hallo? Ach, jetzt verstehe ich. Das ist ein ihr japanischer Freund ist auch tot und ein Geist. Die sieht die Geister, die sieht die Toten. Ach so. Deswegen hat die immer von dem geredet. Ey, irgendwie glaube ich, dass gleich was ganz Ätzendes passiert. Sie fällt immer hin. Oh, verdammt! Mein kleiner Fuß steckt fest. Oh, oh, wir werden sterben. Es ist das Monster! Siehst du es? Kampfgeräusche. Was muss ich drücken? Oh Gott. Schneller, drück doch schneller, Mann, schneller! Lass mich in Ruhe! Lauf! Oh Gott! Wovon rennst du davor? Ja, von der blöden Hand. Ist es der Fox? Danke, Turdix. Das freut mich voll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass... Nein, es war das Monster. Ich habe es wieder gesehen. Du weißt nicht, wovon du sprichst. Doch, ich habe es gesehen. Oh, er filmt. Oh, keine hektischen Bewegungen. Er filmt. Ich finde den Fuchs so geil. Totstellen, aufstehen. Komm, ich steh auf. Scheiß drauf, der Fuchs ist nett. Oh, oh, deine Pfoten. So weich. Fass ihn nicht mit deinen dreckigen Pfoten an, du Monster. Hör auf, du machst ihm Angst. Der ist voll süß, der Fuchs, Mann. Geh nicht, Benjamin. Der ist einfach so random, aber ich find's pervers, dass ich was von dem Tier will. Keine Sorge, Jumpscares gibt es nicht, oder? Nein. Miss Fortune, bitte bleib stehen und hör mir zu. Ich muss dir etwas sagen. Wenn du weiter rennst, wirst du dir schlimm wehtun und das will ich nicht. Du bist zu wichtig. Aber ich will Benjamin finden. Er war nett zu mir. Vertrau mir. Er ist gefährlich. Hör auf zu rennen, bitte. Bleib stehen, um Herrn Stimme zuzuhören. Lauf Benjamin weiter nach. Ihr entscheidet, Leute. Das ist eure Entscheidung. Ich habe das Gefühl, dass es eine sehr wichtige Entscheidung ist. Choose wisely. Entscheidet weise. Alle sagen D, D, lauf Benjamin weiter nach. A, D, C, D, A, D, D. Also ich glaube, die meisten sagen jetzt gerade D, aber es ist sehr, sehr knapp. Ich lauf Benjamin weiter nach. Oh Gott, nein. Nein! Oh nein, eine Bärenfalle! Oh. Oh, was ist das?
Echt jetzt? Hast du vergessen, dass ich gesagt habe, wenn du weiter rennst, wirst du dir wehtun? Oh ja, ich weiß, ich hätte genau sein können, wie etwa. Vor uns liegt eine Bärenfalle, bleib stehen oder du tust dir weh. Aber ich wollte direkt auf den Punkt kommen lassen. Okay, okay, danke. Wer lässt denn hier eine Bärenfalle liegen? Ich habe keine Bären gesehen. Naja, ich will ja niemanden schuldigen, aber es war offensichtlich der Fuchs. Außerdem mag ich den Fuchs nicht. Ich habe, was du Fuchsophobie nennst. Stimmt das? Ja, ich schwöre. Konzentrieren wir uns nun wieder auf das ewige Glück. Alles klar. Ich will da aber kurz hin. So. Das ist Absicht, vertraue ihm nicht. Ich glaube, das war er, ne? Weil er nicht wollte, dass ich dem hinterher renne. Lugo Betrogo. Hängt fest. Die Illumination von Prime wird den Schmutz des Jenseits auflösen. Bin es vielleicht ich? Oh, wirklich? Interessant. So, ich kann den Stein jetzt auch nicht mehr mitnehmen, oder? Nee, das war's jetzt. Okay. Kann ich da noch weiter? Oh, da liegt noch was. Nein, da liegt eine Puppe. Ich will zurück. Nein, ich will zurück. Ich habe eine Frage an dich. Bist du bereit? Wonderful. Wunderbar. Und jetzt sei einfach ehrlich und denk nach, bevor du antwortest. Erste Frage. Glaubst du an Magie? Glaubst du... Echt jetzt oder nicht? Also eigentlich nicht. Ich antworte es mal, wie ich es empfinde. Nein. Nein, Papa hat gesagt, das einzig Magische kam von den bunten Pillen. Zweite Frage. Vertraust du mir? Boah. Eigentlich nicht. Ich sag mal ehrlich, nein. Nein, du bist nur eine Stimme in meinem Kopf. Mami spricht auch oft mit sich selbst. Sie sagt, das sind ihre inneren Dämonen und dass der Saft sie fernhält. Tut mir leid, das zu hören. Hey, bist du mein innerer Dämon? Ich ein Dämon? Was? Nein. Nein, du kannst kein Dämon sein. Nicht mit dieser albernen Stimme. Naja, wie auch immer. Kommen wir zur dritten Frage. Kannst du Angst zu sterben? Die Stimme muss ja das Monster sein, sonst würde die Stimme ja auch antworten, wenn das Monster angreift. Stimmt! Das ist eine sehr gute Theorie. Er ist safe, einer. Ich finde die Stimme von dem Mädchen auch voll toll. Hast du Angst zu sterben? Hat doch jeder, oder? Ja, habe ich. Ich weiß nicht, ob mir Todsein gefallen würde. Das ist zu mysteriös, weißt du? Was, wenn ich mein Glitzer nicht mehr mitnehmen kann? Ja, du wirst es herausfinden, wenn du stirbst. Sieht nach einem Sturm aus. Oh nein, ich hoffe, es regnet nicht zu sehr. Ich will nicht, dass meine Füße nass werden. Ich bin eine kleine Dame, weißt du? Hey. Hey, guck dir das mal an. Ich glaube, wir sind da. Benjamin! Stay cool. Bleib cool, Miss Fortune. Alles cool. Ich halte hier draußen Wache, während du reingehst und nach Hinweisen suchst. Ich bin mir sicher, dass der Fuchs hier das ewige Glück versteckt hat. Guck, ob die Hütte leer ist. Und wenn du den Fuchs siehst, lauf. Alles klar. Der Fuchs ist voll cute, Mann. Oh, siehst so aus, als könnte Benjamin gut Holz hacken. Er muss so stark sein. Wie einfach die Mütze das Wichtigste für sie ist. Sei mutig, Miss Fortune. Oh, ich finde das Spiel so super. Okay, ich werde mich umschauen. Vielleicht finde ich mein ewiges Glück. Wenn Benjamin es ist, bitte ich ihn, den Preis mit uns zu teilen und alles wird gut sein. Da hingen ein paar Prototypen, was meinst du damit? Ist das Benjamins? Da kommen die Figuren her. Ah, er hat einen echt coolen Style. Ich mag das. So, also der Benjamin, alles klar. Die Aufmerksamen. Wow, ein Videorekorder, cool. Sehr gut beobachtet, Miero. Schauen wir mal. Was schaut er sich denn so an? Benjamin ist im Fernsehen. Guck, wie süß der alles aufbaut. Das ist voll süß, der Benjamin. Ist das Monster? Ah! Verdammt, ich habe Benjamin Kassette kaputt gemacht. Das ist bestimmt der Erzähler, oder? Und er hält den fern. Vielleicht kann ich es reparieren. Und der Fuchs hält uns alle fern. Geil.
bestimmt ist das Monster der Erzähler und der Benjamin hält mit seinen ganzen Sachen das Monster fern, damit die überleben können. Oh, was für eine gemütliche Couch. Ist das Benjamins Diary? Ist das Benjamins Tagebuch? Tagebuch lesen? Sollen wir es lesen oder seine Privatsphäre respektieren, Leute? Dankeschön an Zax. Vielen, vielen Dank für deinen Host. Herzlich willkommen. Dankeschön. Merci beaucoup. Dankeschön. Ah, sagt ihr alle? Ihr wollt alle lesen. Komm, scheiß drauf, wir lesen. Dankeschön für den Host. Ich guck nur mal kurz rein. So. Von Benjamin Johannelius Red Fox. Voll schwedisch. Ich wusste, dass sein Name Benjamin war. Die ist auch nur im Kritzeln schnupfen. Vielen, vielen Dank für den Host. Dankeschön an Sachs, Dankeschön. Ich muss auf eine gefährliche Mission. Mission muss erledigt werden. Dafür habe ich trainiert. Nervös, aber okay. Muss mehr Selbstvertrauen lernen. Bin aus Sender City nach Pandora gereist, als Nebel kam. Packe Dinge und Essen. Keine Ahnung, wie lange ich bleibe. Miete Hütte, bis Arbeit fertig. Aufgabe ist wichtig. Boss sagt, viel Opfer in Stadt. Brauche Mut. Nach langem Weg im Nebel in Stadt angekommen. Heißt Openfield. Kleine Stadt, hat guten Wald. Hütte sehr schön. Hat Fernsehküche. Sie ist wieder grinst. Schlafe auf Sofa. Schmecke Hütte. Fischbällchen riechen komisch. Hab Pilze gegessen im Wald. Nach Schlaf sehr erholt. Versuche Parasit zu finden. Nicht gefunden. Erster Tag versagt. Viele Opfer im Spiel vom Parasit verfolgt. Kann nichts machen. Bin traurig. Schicke Nachricht am Boss. Manche Opfer kamen nicht nach Senercy-D. Sehe Parasit. Macht mir Angst. Keine Pilze mehr essen. Bauchschmerzen und viel Luft. Furzen. Nicht gut. Nicht mehr Pilze essen. Pilze ernsthaft Gefahr. Fühle mich nicht gut. Harte Blähung. Bleibe zu Hause. Hacke Holz und mache Tee und Wurzelsuppe. Schmeckt gut. Oh, das ist süß. Mache Suppen und Bilder für Opfer, wenn sie sieht. Gut. Parasit identifiziert als Morgocode P01012222. Spielt gerne. Habe Anleitung für Schritte. Morgen Mut. Jetzt ausruhen. Bis Bauche wieder gut. Keine Bauchschmerzen mehr. Nur Luft. Geh raus. Helfe Opfern. Morgo weiß, ich bin hier. Morgo hat alten Trick oft gemacht. Aber er macht Fehler. Hat Opfer ihn hören lassen. Warte mal. Morgo. Opfercode Miss Fortune. Schöner Code. Was? Opfercode? Morgo darf sie nicht haben, sagt Boss. Sie muss gerettet werden, aber ich folge Schritten, habe Morgo Gestalt annehmen lassen. Gruselig. Boss schickt Nachricht, beobachtet Haus und Opfer, schlafe draußen vor Haus, verstecke in Müll, versage bei Finden von Parasit. Heute nicht gekommen, großes Problem. Warum sieht mich? Hat große Augen, ich laufe weg. Fühlt sich warm an im Bauch, vielleicht pitzel die Pilze. Sehe Morgo alten Trick nutzen, Opfer merkt nicht, alles wiederholt sich. Wiederholt sich! Mutig sein und diesen Mal Parasit stoppen. Schicke viele Opfer nach Senior City, bin Level 2 Beschützer. Probiere Prime Level. Oh, das ist so verwirrend. Übe Miss Fortune zu helfen. Sehe, sie redet zu viel. Ich glaube, sie ist stark und mutig. Morgo von Scham verwirrt. Habe Film zur Holzsammlung gemacht und Parasit. Tok, tok, tok. Sage Boss, ich mache heute alle Schritte gemacht, Frühstück gemacht. Ich mut selber. Also. Mr. Voice Morgo, also bin ich hier irgendwie eine Übermittlerin? Sieht aus, als würde Benjamin sich gerne weiterbilden. Das mag ich an Füchsen. Oh, süß. Du bist gerade echt in Australien, meine Cousine wohnt. Ja, ich bin in Melbourne. Lass mal die Musik an, ist doch schön. Benjamin sieht mit diesem Hut so hübsch aus. Morgo ist bestimmt die Stimme. Bestimmt, oder? Bestimmt. Oh, Benjamin! Es tut mir echt leid, dass ich deinen Videorekorder kaputt gemacht habe, aber du hast das ewige Glück gestohlen. Das wurde mir versprochen, wenn ich das Spiel gewinne. Ich will es wirklich zurück. Auf jeden Fall können wir teilen, wenn du willst. Hast du Angst vor Donner, Benjamin? Keine Sorge. Du kannst meine Hand halten, wenn du willst. Was tust du? Ist das ein Kuss? Passiert das gerade wirklich? Was ist das? Dein Tagebuch. Tut mir leid, wenn du sauer bist, weil ich es gelesen habe, aber ich war neugierig. Ist das Angst vor dem Monster mit deinem Tagebuch? Ich glaube, ich habe ihn auch gesehen. Voll die süße Pfote hat der. Oh, goldig. Du kannst die Kinder nicht verstecken. Oh mein Gott, habt ihr die Stimme gehört?
Benjamin folgen. Oder Hütte bleiben. Was mache ich? Benjamin folgen oder in Hütte bleiben? Leute, ihr entscheidet. Es ist die Stimme. Frenbau spielen wir auf jeden Fall. Die Woche noch. Das Mädchen hat gar kein Spiegelbild. Ah, okay, ihr sagt alle Benjamin folgen. Los geht's. Rettest du mich, Benjamin? So wie wenn ich ein Mädchen in Schwierigkeiten wäre? Okay, lauf. Lauf, Kind. Lauf. Oh Gott. Wieder runtergefallen, verdammt. Benjamin? Where do you go? Wo bist du hin? Oh nein, Benjamin hat sein Fell verloren. Benjamin. Oh, no. Oh nein, ist das... Benjamin. There's a hole da ist ein Loch hinter dem Gemälde. Hello? Hallo? Oh Gott, hoffentlich Benjamin nichts passiert. I can't reach it. Ich komme nicht ran, ich bin eine kleine Dame. Oh, jetzt muss ich den Schäbel nehmen bestimmt, oder? Uh-huh. So eine kluge kleine Dame. Jetzt will ich aber alles wissen. Zeig meine Ninja-Skills zu benutzen. Der Kopf, der überhaupt durchpasst, die Unterhose. Oh, kleine Poritze. Oh mein Gott, sie furzt. Meine Güte. This is a ninja mission. What the fuck? Benjamin, are you here? Benjamin, bist du da? Ihr sagt alle, sie hat kein Spiegelbild. So it was also hat Benjamin die ausgelegt. Ja, wahrscheinlich. Aber Benjamin wirkt so nett. Wahrscheinlich wegen dem Monster. Vielleicht hat er sie für das Monster dagelassen. Ja, eben. Eingelegte Fischbälle. This is like sushi balls. Das sind wie Sushi-Rollen. Abgeschlossen. Wo ist wohl der Schlüssel? Das Bild eines Schlüssels. Interessant. Das kannst du bitte aufmachen. Mein Ninja-Sinne sagen mir, auf diesen Stuhl zu klettern. Ja, mach das. Ich weiß auch nicht, sie läuft echt komisch. Eine echte Ninja-Dame fasst immer alles an. Ihr glaubt echt, dass sie Dracula ist? Ein geheimer Knopf? Ja, den drücken wir. Na gut, ich drücke den Knopf. The push the button. Hallo Jess, Until Dawn. Das war leicht. Alles klar, Zeit, Benji zu finden. Oh, schon wieder. Das war unglücklich. Okay, Miss Fortune. Was ist das? Der Lost hat eine interessante Theorie. Ich denke, sie ist schon tot. Ich denke, weil die Mutter hat sie nicht gesehen und der Mann im Zoo hat sie nicht angeguckt. Und ich denke, er hat nur Feierabend gemacht. Das ist eine interessante Theorie. Sehr interessante Theorie. Wieso muss ich hier die ganze Zeit drücken? Hallo? Das war nicht das ewige Glück. Das war der Tod. Benjamin will sie nur beschützen und hat es deswegen geklaut. Benjamin ist vielleicht auch ein Arbeiter von einem Monster und weiß da, was das Monster will. Das kann sein. Aber am Anfang, hast du den Anfang gesehen, Joe? Ihr habt voll die interessanten Theorien. Ach komm schon, du schaffst es, Mädchen. Los, lauf, 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 lauf. Ich kann nicht mehr drücken so lang. Du bist die kleine Dame Miss Fortune. Da, 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 da. Raus hier. Die muss mal was essen. Die hat schon viermal gekotzt auf unserer Reise und nichts getrunken. Okay. Okay, ich bin wieder draußen. Ist hier jemand? Benji? Herr Stimme? Mr. Voice? Ich bin wohl alleine. Sie hat es immer noch nicht gerafft, Mann. Oh. Oh, ein Baby-Hirsch. So süß. Oh. Ein Traum wird wahr. Oh. Ich streichel den Babyhirsch. Süß. Goldig. Spieß goldig. Oh, was liegt? Oh nein! Benjamins Tasche! Benjamin, bist du hier? Nein! Er muss in Schwierigkeiten stecken. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Miss Fortune. Oh, da bist du ja.
Hey, du hast Benjamin gesehen? Ich glaube, er steckt in Schwierigkeiten. Hast du nicht gehört, was ich gerade gesagt habe? Ich bin sehr enttäuscht von dir. Herr Stimme, hör auf, Spielchen zu spielen. Du hast mich die ganze Zeit angelogen und das ist total voll blöd. Ich wusste, ich kann dir nicht vertrauen. Wovon sprichst du? Ich habe gelesen, was Benjamin in sein Tagebuch geschrieben hat. Alles. Du bist derjenige, der die Kinder entführt. Und ich bin nicht die Heldin des Spiels, richtig? Ich glaube, das ewige Glück war nur eine Lüge. Hör auf mit diesem Unsinn. Wir müssen mein Spiel weiterspielen. Du kannst mir nichts zu sagen. Doch habe ich. Oh, shit. Hör auf damit. Dann spiel mit mir. Du musst dein ewiges Glück finden. Ich gebe dir einen Hinweis. Es ist zu Hause und wartet auf dich. Ich habe genug vom ewigen Glück. Ich will es nicht mehr. Du kannst es nicht sagen. Du würdest die Regel brechen. Du hast mich schon verstanden. Ich will das ewige Glück nicht mehr. Dieses Benehmen kann ich nicht akzeptieren. Ich warte zu Hause auf dich. Nein, sag mir, wo Benjamin ist. Was hast du mit ihm getan? Verdammtes Monster. Vielleicht ein Hinweis, wo man Benjamin finden kann. Ich glaube, Benjamin ist tot. Hallo, Gabriel. Oh, süß. Oh, nein, das ist... Is that Benjamin also, baby? So oh, cute. Das ist so cute. Oh, sieht aus wie Gnupapa. Für Studenten des Beschützerkurses really der Universität. Oh, da war eine Universität. Ist das süß. Hier, da sich der Ultrarealität mit dem Konzept der Zeit formt, sind neue Reiche außerhalb der konstitutionellen Free für reiche essentielle Existenzen aufgetaucht. Nach dem Ultrakrieg wurden tausende Wesen als Nebenprodukt des Kriegs entdeckt. Sie haben sich für selbst ein neues Reich kreiert. Wir nennen es das Jenseits. Einfach gesagt ist das Jenseits ein Ort extremer Absurdität ohne logische physikalische Gesetze. Also unsere Welt. Momentan können wir solche Wesen mit dem Free erlauben, dass das Fundament unserer Realität und den energetischen und ästhetischen Werten Ultrarealität vor dem Ultrakrieg fußt. Das Jenseits ist ein noch missverstandenes Reich. Wir haben noch keine Möglichkeiten entdeckt, uns auf eine logische Weise mit ihm zu verbinden. Die wenigen Muster, die wir kennen, sind die Verhaltensweisen einiger Besucher, auch Parasiten genannt. Normalerweise betreten sie die dritte Realität und Pandora genannt und suchen frisches Fleisch, das sie in das Jenseits locken. Darum brauchen wir Beschützer. Die Beschützer sind die einzigen mit der Fähigkeit, das Ungleichgewicht zwischen den Realitäten zu sehen und die Werkzeuge in der Unrealität zu nutzen. Beschützer helfen Opfern und führen sie nach Sendersi. Die Anleitung in diesem Buch muss mit großer Sorgfalt befolgt werden. Niemals einen Schritt überspringen. Für jedes Opfer, das der Beschützer nach Sendersee zurückführt, wird der Beschützer mit einem Level, Hilfsmittel und weiteren Schritten belohnt. Deswegen war der Level 2. Der fast am Ende wirst du realisieren, dass du dem Handel bereits zugestimmt hast. Oh, das war an uns. Scheiße. Halt, da war noch eine Note. Da war noch eine Note, glaube ich, oder? Da unten. Ah, das habe ich schon gelesen. Okay. Alles klar, also wir sind quasi... Wir sind, ja, er versucht, dass die Seelen nicht von den Parasiten oder dass sie schön ins Jenseits rüberkommen und nicht von den Parasiten rausgezogen werden. Oh, da ist er ja. Was, kapierst du erst noch Franbow? Was? Okay, ich denke, ich nehme den Zug zurück nach Hause. Oh Gott, Leute, ich glaube, zu Hause geht jetzt die Party ab. Was war das? Ach, vielen, vielen Dank, Jessie, für deinen Host. Dankeschön, meine Liebe. Vielen, vielen, vielen Dank. Mods, könnt ihr bitte mal aufschreiben wegen den Hosts, dass ich mich da revanchieren kann. Dankeschön. Jetzt, wo ich das sehe, verstehe ich, wovor mich Benjamin warnen wollte. Er wusste es die ganze Zeit. So ein Füchschen. Dankeschön, Jessie. Vielen Dank, meine Liebe. Dankeschön. Danke, 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 danke. Ich werde mich revanchieren. Das mit den Reichen und Realitäten ist eine komplexe Geschichte. Okay. Okay, ich warte hier. Warten, warten, ein bisschen warten. Ja. Doch, mache ich gerne, meine Liebe. Okay, ich rede einfach mit mir selbst. Mache ich auch oft. Oh. Also, Miss Fortune, wie geht's dir? Okay, ganz. Ich habe diesen, wie soll ich sagen, seltsamen Tag. Ich habe Monster gesehen und Puppen und Benjamin. Und dann bin ich in den Zoo gegangen und alles ging drunter und drüber.
Und dann habe ich bemerkt, dass Herr Stimme mich oft angelogen hat. Und er hat mir Benjamin genommen, jetzt bin ich alleine. Ich bin nicht gern allein. Wow, klingt nach einem echt guten Tag, Miss Fortune. Da ist der Zug. Das war ein nettes Gespräch, Miss Fortune. Wir reden später. Alles klar, Mädchen, you go, girl. Dankeschön, Jessie. Schlaf schön und schaut gerne bei Jessie vorbei und lasst doch gerne ein Follow oder Sub da. Dankeschön und gute Nacht. Das ist Miss Fortune und es ist ab 18 und wir finden es voll geil. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so geil ist. Wir sind alle voll gefesselt. Okay, kann ich dazu malen? Oh Gott, das ist euer scheiß Ernst. Soll ich das jetzt mit WASD malen? Gott, Hilfe. Das ist doch nur, um Zeit zu vertreiben, oder? Ah, keine Lust jetzt. Ha, ich bin gerade nicht in Stimmung. Hallo Hiro, ich hab dich gar nicht erkannt. So ein Zufall, dass du im gleichen Zug bist wie ich. Weißt du, ich hatte einen großen Streit mit der doofen Stimme in meinem Kopf. Aber ich glaube, er ist nicht mehr nur eine Stimme. Ich bin mir sicher, dass es das Monster ist. Ich habe es in einem Buch bei Benjamin gesehen. Echt gruselig. Hattest du auch schon mal Stimmen im Kopf? Ich weiß, Hiro, was bedeutet das? Es ist das Monster! Lass Hiro in Ruhe! Hiro, helfen, bedecke deine Augen. Leute, ihr entscheidet! Ihr entscheidet! Ihr entscheidet! Ihr sagt alle D, A, A. D, A. Rette mich, rette mich! Oh Gott, ihr sagt... Ich kann es nicht sagen, es ist voll ausgeglichen. Was sagen denn jetzt die meisten? Okay, die meisten sagen D. Okay, ich bedecke meine Augen. Ihr habt entschieden, Leute. Ich habe damit nichts zu tun. Hero ist schon tot. Aber man kann ja seine Seele vielleicht noch retten. Ich hoffe, ich werde Hero wiedersehen. Ich frage mich, was das Monster ihm angetan hat. Jetzt muss ich den ganzen Weg nach Hause alleine gehen. Hättest du ihm geholfen, wärst du wahrscheinlich selber tot. Was ist das letzte Mal, dass ich einer Stimme in meinem Kopf folge? Wenn Benjamin hier wäre, würde er mit mir gehen. Was kann das damit machen? Okay, alles klar. Wieso haben die alle Masken an? Kommt es noch raus? Entschuldigung? Ich rede hier drüben. Naja, wenn sie kleine Damen so behandeln... Dann könnt ihr mich mal. Alles klar. Sie hat die zusammengearbeitete Twitch nicht. Ja. Lauf. Oh, jetzt bin ich wieder daheim. Das Spiel gibt's das Spiel auch auf PS4? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, wir nähern uns dem Ende an, Leute. Oh, ich glaube, der Tod ist bei mir daheim. Wo ist das Auto? Ist Papa wieder weg? Ich glaube, wir sind am Ende, Leute, so wie es aussieht. Oh shit, ich würde doch da jetzt nicht reingehen, oder? Wir haben rotes Licht. Das gefällt mir. Tschüss, Claudi. Mami, ich bin wieder da. Hallo? Was ist das für ein Geräusch? Benji? Ich glaube, da ist jetzt jemand. Hallo, Mami, Benji? Benji, was ist passiert? Gratuliere. Du hast das Ende meines Spiels erreicht. Lass mich in Ruhe. Ich suche Mami und Benjamin. Es gibt für dich kein ewiges Glück. Das ist mir scheißegal. Natürlich interessiert dich das. Du weißt, dass deine Mami das braucht. Ja, ich denke, du hast recht. Gut.
Ready for bereit für ein neues Spiel? Wenn ich mitspiele, gibst du mir dann Benjamin zurück? Ich denke schon. Aber nur, wenn du dich voll und ganz dem Spiel widmest. Okay, die Stimme gefällt mir nicht. Toll. Du wirst mein neues Spiel lieben. Okay, ich bin gespannt. Mommel. Das ist Miss Fortune. Sie ist ein tolles Kind aus einer nicht so tollen Familie. Was, warum fängt wieder an von vorne? Ein bisschen Glitzer für dich und ein bisschen Glitzer für dich. Warte mal kurz. Habe ich das nicht schon mal getan? Nein, du machst das nicht richtig. Dann sagst du etwas darüber, dass ich heute sterbe, was übrigens gar nicht stimmt. Warte, sei still. Spielen wir noch ein Spiel oder was wird das? Ich verstehe nicht. Wenn du das Ende des Spiels erreichst, gebe ich dir ewiges Glück. Und dann sagst du Deal und ich sage, ja, hä, steht dir das? Mach nicht alles kaputt, oh, ewiges Glück. Kein Deal. Wunderbar, fantastisch. Bereit zu? Warte mal, was? Kein Deal, keiner, nein. Wie wäre es mit, wenn der Fuchs im Flur auf dich wartet? Wäre das Spiel über Benjamin darüber, wie du mich in Ruhe lässt, würde ich mitspielen. Klar, natürlich, versprochen. Du kennst den Weg. Okay, ich spiele das Spiel jetzt ein letztes Mal. Ach, sie spielt es immer wieder. Okay. Oh nein, nicht schon wieder. Du hast versprochen, es wäre ein anderes Mal letzten Mal. Das war ein wunderschönes Beispiel von Ursache und Wirkung. Ich will das Spiel nicht mehr spielen. Ich denke mir ein neues Spiel aus. Knock, knock. Who's there? You're scaring me, stupid. Du machst mir Angst, hör auf, lass mich in Ruhe. Muss ich da jetzt aufmachen? Ich will abhauen. Oh Gott, Hilfe. Hilfe! Was ist hier passiert? Mein Geheimwerk. Ich würde mich nicht finden. Schnell ins Versteck! Schnell! Schnell rein da! Mach sofort die Tür auf, Miss Fortune. Wir haben ein neues Spiel, das wir spielen können. Das ist wie so ein Pedo. Nein, das habe ich dir schon gesagt. Ich will nicht mit dir spielen. Oh, süßes Einhorn. Ich will nicht mit in die Regenbogenkönigreich. Spielen wir jetzt verstecken? Ich liebe das Spiel. Nein, lass mich in Ruhe. Okay, nur damit du es weißt. Mein Spiel ist das Einzige, was dich am Leben hält. Ist das eine weitere deiner Lügen? Ich werde für immer mit Benjamin leben und du kannst nichts dagegen tun. Würdest du bitte aufhören, über diesen Fuchs zu sprechen? Er hat die ganze Zeit versucht, dich von mir wegzunehmen. Und seine hässlichen Gemälde. Oh nein, so sprichst du nicht über meinen Benjamin. Weißt du was? Ich habe genug von dir. Ich will, dass du gehst. Genau jetzt. Du hast keine Ahnung, was hier los ist. Das ist nicht das letzte Spiel, das du mit mir spielst, Miss Fortune. Das ist nur der Anfang. It's Cody, it's genug, Papa. Holy shit. Du kleines, dummes kleines Kind. Nur ein weiteres Spielzeug für meine Sammlung. Holy shit. Du wirst für alle Ewigkeit mein Spielzeug sein. Ich habe es satt, dass du andere ärgerst. Du wirst schon sehen, Benjamin kommt zurück und rettet mich. Nein, wir hatten eine Abmachung. Du hast die Grenze überschritten und jetzt gehörst du mir. Mich juckt es gar nicht. Ja, Benjamin! Süß. Achso, das meinst du Kuchen, das habe ich aber gar nicht gerafft. Wie bist du hierher gekommen? Es gibt nichts, was du tun kannst. Sie gehört mir.
Was? Ja. Benjamin? Benjamin! Was ist für ein Spiel, Mann? Geil, das ist crazy. No. No! Ich glaube, nach dem Spiel brauchst du keine Drogen mehr. Beware. Be aware. Holy shit. Jetzt bin ich platt. Ist jetzt wieder alles wie immer? Benjamin hat mich gerettet. Benji, bist du da? Benjamin, bist du draußen? Ich glaube, er ist tot, Leute. Morgo kommt, öffne die Augen. Er ist die Stimme in deinem Kopf, die dich in den Wahnsinn treibt. Morgo is coming. Open your eyes. He's the voice in your head, driving you mad. Mad. Well, now I know what. Ja, jetzt weiß ich, wie ich Herrn Stimme nennen kann. Ist Benjamin nur Teil des Spiels im Spiel oder auch im Spiel an sich, wenn man es versteht? Gute Frage. Benjamin, wo bist du? Ich wette um 1000 Euro, dass er nicht tot ist. I'm not sure about it, my friends. Und auch, was ist mit meiner Alki-Mutter? Hab ich hier irgendwie einen Fussel im Haar? So. Ja, ist immer noch die. Es hat sich. Die kocht schon wieder die gleiche Scheiße. Meine Mutter ist weg. That's what she said. Mami? Mami, 11. Oktober. Das war ja vor kurzem, du. Mami? Oh, ach, die haben... Mami! I'm back! Ich bin zurück! Oh, oh. Mami, ignoriere mich nicht. Oh Gott, der kriegt die Nachricht, dass ich tot bin. Bist du böse, weil ich das Glück nicht für dich holen konnte? Was passiert hier? Mami? Oh nein, das ist voll arm. Ich bin tot. Das muss ein böser Traum sein. Bin ich tot? Ach, ich bin tot. Deswegen habe ich die ganzen Kinder, die ich gesehen habe, waren alle... Ich wurde überfahren. Ich wurde überfahren, als ich über die Straße bin am Anfang. Ach, wie krass. Ist das? Ach, wie arm. Ach, deswegen... Oh nein, was habe ich getan? Deswegen hat der am Anfang gesagt, du musst jetzt über die Straße gehen und dann beginnt das Spiel, weil ich dann tot bin. Oh, jetzt weiß ich, warum das ab 18 ist. Oh, und der bringt mich jetzt ins Jenseits. Deswegen sehe ich den. Ich dachte, ich hätte dich auch verloren. Der bringt mich jetzt sicher ins Jenseits. Was ist das? Was passiert? Wir müssen gehen, na gut. Oh, das ist echt traurig. Oh, ich bin einfach überfahren worden. Benji, wait. Benji, warte. Bringst du mich woanders hin? Weil ich nichts dagegen habe, aber ich muss erstmal mit Mami darüber reden. Warum haben die Erwachsenen alle Masken an, verdammt? Könnt ihr mir das mal sagen? Wie ist Australien so? Wie viele gefährliche Tiere hast du gesehen? Tatsächlich noch gar keins. Nur so dumme, blöde Vogeltiere mit roten Augen, die immer einen auf den Kopf hacken wollen. Aber in Melbourne geht's allerdings. Aber wir gehen jetzt noch nach Tasmanien und ich gehe da nicht ins Meer, weil da gibt's eine Würfelqualle. Das ist das tödlichste Meereswesen der Welt. Ich möchte gerne lebend zurückkommen. Aber bis jetzt ist geil. Bei mir ist jetzt 9.30 Uhr morgens. Bei euch ist jetzt schon 0.40 Uhr. Wie geht's dir denn so? Wie geht's deiner Freundin und eurem Baby? So, jetzt kann ich mit der Mutter noch was sagen. Mami. I'm going to ich werde woanders hingehen. Mit Benji, okay? Er ist der Fuchs, den ich mag. Ich bin eine kleine Dame, weißt du? Das bin ich. Ich glaube, ich war eine Weile dein kleines Unglück. Aber du musst jetzt dein eigenes Glück finden. Oh, ist traurig. Ich werde dich immer lieben. Oh. Das ist traurig.
Der Fuchs, ey. Es wächst und gedeiht. Ach, wie süß, das freut mich. Ich finde das Spiel sehr geil. Ich liebe Spiele, die irgendwie am Ende so einen schönen Plot-Twist haben. Ich dachte zwar schon, dass sie tot ist, aber dass wir am Anfang schon überfahren worden sind, finde ich schon krass. Der bringt quasi die Kinder um und dann gehen sie nicht ins Jenseits, sondern er nimmt sie quasi für sich mit. Sie zeigen ihre Emotionen nicht, deswegen Masken. Ah, sie tragen Masken, damit sie nicht lachen müssen. Ah, interesting. Wir sind tot! Ich habe die ganze Zeit Tote gespielt, Mann. Ich bin in Melbourne. Wait, stop. Warte, stopp, Benjamin. Where are we going? Wo gehen wir hin? Benji? Benji? Oh, bitte sag nicht, dass der böse ist. Oh nein, bitte sag nicht, dass der Abfucker ist. Ich sehe seinen Schwörerblick. Oh, das ist Hühnchen, das wir auf dem Gewissen haben. Ich bin so froh, dich wiederzusehen. Den haben wir. Warte auf mich. Moment, ihr habt den auf dem Gewissen, nicht ich. Oh Gott, ey. Ich glaube, jetzt kommen alle die, die wir getötet haben, auf unseren Weg. Was ist denn das? Sehen wir jetzt alle Freunde, die wir umgebracht haben auf unserer Reise? What? Mama, wann kommt der Tag, wo auch bei dir was wächst und gedeiht? Das Einzige, was gerade wächst und gedeiht, ist mein Fett. Oh! Was passiert denn jetzt? Okay. Ja, Franbo spielen wir auch die Woche noch durch. Bei mir ist es jetzt gleich 10 Uhr morgens. Oh shit. Das deutet alles auf den Tod hin. Aber wieso sieht das jetzt so aus? Tut der Fuchs uns jetzt etwa... Der Tod, der große Gleichmacher, Leute. Ui, hier ist es echt kalt. Kann ich hier nochmal petten? Ihr habt den ja umgebracht. Oh, oh, Leute, das ist der Sensenmann. Hol mich ab! Ach so, jetzt kann ich gucken, ob ich die ganzen Sachen... Ich hab fast alles gefunden. Das Game ist von den Machern von Franbo, Leute. Das ist keine Nachmache. Überall in der Nähe scheinen Unglücke zu verschwinden. Tief im Nebel besiegst du ihn. All around disasters seem to disappear. Deep inside the fog, you defeat him. Okay. Ich glaube, das Spiel von Herrn Stimme ist jetzt vorbei. Benji? Benji? Aber irgendwie sieht es hier nicht gut aus, Leute. Das sieht ja gar nicht so paradieshimmelmäßig aus. Das ist ja einfach nur voll die Hölle. Irgendwie traue ich dem Fuchs gerade nicht mehr. Oh, hi. Wer bist du? Ich bin eine kleine Dame, Miss Fortune, das bin ich. Miss Fortune, die Dame. Ja, das könnte man so sagen. Gut, komm herein. Als ob der Tod so eine nette Stimme hat. Wir haben dich erwartet. Oh ja, da komme ich doch gleich mal ins Löchlein rein. Der Tod ist eine Frau? Jetzt kommen gleich wieder die ganzen Feministen. Was ist das für ein Ort? Sag jetzt nicht, dass das Spiel jetzt vorbei ist. Es ist auf! Little Miss Fortune, a game by Kill Monday Games. Was ist das Ende? Was hat es zu bedeuten, Leute? Jetzt diskutieren wir mal bitte hier. Was hat das Spiel zu bedeuten? Das ist das... eine Anspielung an Death Note, glaubst du? Open End. Ja, wir sind jetzt tot und der Fuchs hat uns jetzt auf die sichere Seite gebracht. Ins Jenseits. Das eine fehlende Teil an diesem Baum heißt, dass du einmal vergessen, das Glitzer zu streuen. Es waren leider zwei. Zweimal. Ja, zweimal. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Hufen nach oben. Empfehlt mir weitere coole Games in den Kommentaren. Und ich sage wie immer danke fürs Zuschauen und ade mit e. Ha, schee.